Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Heute Folge Nummer 72, Meuterei auf der Bounty von 1962 mit Marlon Brando und Trevor Howard. Wir sitzen hier zu dritt. Ich bin der Max, neben mir Kali. Und dir und euch gegenüber der Christian. Schön, dass ihr dabei seid. Und falls ihr so vielleicht das Gefühl habt, dass so ein bisschen Hintergrund-Atmo gerade, dann liegt das daran, dass das eine Live-Sendung ist. Wir begrüßen unsere Live-Hörer, aber auch all die Hörer, die das jetzt zeitversetzt irgendwann in der Zukunft hören. Und vor allem ist nicht nur eine Live-Sendung, sondern auch eine Draußen-Sendung. Draußen, richtig. Das ist noch viel wichtiger als das Live. Alles, ja, vieles, was ich bisher live gemacht habe, war dann irgendwie auch immer draußen. Und übrigens ist es auch heute draußen so, gleich wird's dunkel, gleich wird's arschkalt. Also nicht wundern, wenn wir vielleicht so ein bisschen mit etwas mehr Tempo durch den Filmstoff heute gehen. Ja, wir sind hier im Herzen von Lübeck und haben im Kino geguckt, oder im Volkstheater Geißler heißt das geguckt, Meuterei auf der Bounty, wie gesagt, wo der Film als 35mm Kopie gezeigt worden ist. Satt rotstichig. Das kann man so sagen. Ja, ich kannte den Film noch nicht. Kali? Ich kannte ihn auch noch nicht. Und ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Vorher nur auf so einer kleinen pupsigen DVD. Jetzt große, rotstichige Leinwand. Ja, wir werden wie gewohnt voll durch den Film durchfliegen. Also keine Angst vor Spoilern. Oder wir haben keine Angst vor Spoilern. Wenn ihr den Film noch nicht kennt und Angst davor habt, dass wir euch die Handlung verraten, dann ist das berechtigt. Eventuell nicht weiterhören und später nach dem Sichten des Films wieder einschalten. Meuterei auf der Bounty, ein mehrfach verfilmter Roman, möglicherweise auf wahren Begebenheiten beruhend. Ich habe mich jetzt nicht nochmal weiter auseinandergesetzt damit. Der Film spielt oder beginnt Ende 1787 im Hafen von Portsmouth, wo die Bounty, ein schönes Schiff der königlichen englischen Marine, aufbricht. Na, das ist. Ja, das bleibt das uns erhalten. Was doch geil ist, wie wir auch in so einer Hafenstadt sind, oder? Das in Portsmouth im Hafen liegt die Bounty und Kapitän Blythe, gespielt von Trevor Howard, und der erste Offizier Fletcher Christian, gespielt von Marlon Brando, haben den Auftrag. Ja, der Auftrag ist, Brotbaumpflanzen zu finden auf Tahiti und diese nach Jamaika zu bringen. Ja. Und das soll auf jeden Fall das englische Empire durchbringen. Genau, denn diese Pflanze könnte dafür sorgen, dass viele Menschen, weil man die quasi kostenlos anbauen kann, dass viele Menschen damit ernährt werden können und somit den Hunger in der Welt oder zumindest in Europa dann dem ein bisschen entgegenzuwirken. Denn, und das ist vielleicht gleich die erste Besonderheit, erzählt wird uns die Geschichte ab und an von einem Botaniker, der eben mitreisen muss, weil er derjenige ist, der sich mit dieser Pflanze auskennt und weiß, wo man die findet oder wie sie aussieht und alles. Und der ist ab und zu mal als Offsprecher dann aktiv. Ja, das kommt sogar ein bisschen überraschend, oder? Also ich sage, wer redet jetzt? Ach so. Ja, durchaus. Also ich hätte jetzt, okay, ein Botaniker, krass, ja. Yeah. Aber ist vielleicht dann auch ganz nett so, ne? Wenn man denkt eben, ja, Meuterei auf der Bounty, da sind halt diese ganzen Seebären und Tüdelüt. Und da kommt natürlich so ein totaler Außenseiter oder der eigentlich nichts mit dieser Gesellschaft da sozusagen zu tun hat, normalerweise. Ja, aber ich finde, man kann ja an dem schon mal ganz gut festmachen, was an dem Film so ganz klassisch, das ist für mich so typisch Hollywood-Klassik-Film, und das ist bis heute immer noch so drin. Man hat so einen herrlich klaren roten Faden, man hat so eine Ticking-Clock in der Geschichte. Und das ist ja der Botaniker, der auch schon vorher sich viel Mühe gibt, uns, also den Zuschauer natürlich eigentlich den Figuren im Film zu erklären, also wie filigran so eine Pflanze ist, dass man nicht weiß, ob das dann auch funktioniert. Das muss man erstmal testen. Wenn es nicht klappt, dann muss man es nochmal versuchen. Und es wird einem so gleich klar, also die wird letztlich auch immer so ein bisschen das Schicksal dieser Reise mitbestimmen. Und es gibt auch immer so Momente, in denen dann so die Kamera auf diese Pflanze zufährt. Und je nachdem, ob diese Pflanze blüht oder nicht blüht. Ja, ist auch gleich eine schöne Metapher eigentlich für dieses Ganze. Ne? Das sind dieses zarte Pflänzchen, was erblühen könnte oder aber auch eingehen kann und kaputt gehen kann. Und ich meine, in diesem Film zu spoilern ist ja eigentlich, wenn der Titel Meuterei auf der Bounty ist ja eigentlich völlig klar, was passieren wird. Ja, und es steht fest, dass bei 3 Stunden Lauflänge es erst nach der Pause, der offiziellen Pause, die in dem Film eingebaut ist, es dazu kommt. Ja. Ja. Aber eigentlich man schon nach 10 Minuten weiß, dass es das geben muss, weil der Kapitän, der ist jetzt nicht besonders, also sag ich mal, so vom Charakter nicht besonders
tiefsinnig so, ne? Also der darf böse sein. Oder sie. Na, der hat seine klaren Vorstellungen, ne? Also sein Wertsystem ist, ich diene der Krone. Meine Aufgabe ist es, für die Krone diese Aufgabe zu erfüllen, auch wenn der erste Offizier sagt, was das für eine bescheuerte Aufgabe ist. Das ist meine Aufgabe. Und wenn das eben so eine Lullipflanze von irgendeiner Insel ist, die halt einmal quer durch die Welt geschippert werden muss, dann muss ich das machen. Koste es eben menschlich, was es wolle. Und habe ich das richtig mitbekommen? Der hat aber auch, dieser Kapitän hat einen der Mitarbeiter, also der Matrosen, aufgefordert, zweimal Käse vom Schiff gleich wieder runterzuschaffen, noch am Aus... Tja, das ist ein gleich guter erster Punkt. Also, ich habe das nicht richtig mitgekriegt, ehrlich. Auch vom zweiten Schauen habe ich jetzt den Anfang. Also ich weiß, dass der den irgendwie losschickt. Ne? Kapitän, die Truhe zu holen, seine Truhe an Bord zu holen. Ach so, okay, er sagt, so. Ah, danke. So, und dann gibt es an Bord nachher, sind wir unterwegs, und dann gibt es den Vorfall, dass einer der Mannschaft zum Kapitän, nee, zum Offizier sagt hier, mir fehlen zwei Käseräder. Und ich habe gesehen, wie Kollege Mills die eben runtergenommen hat, oder sich die genommen hat. Er ist ein Dieb, Punkt. Ja. So, und dann kommt eben nach einigen Streitereien hinterher in der Mannschaftskajüte, sagt dann Mills, nein, der Captain hat mir gesagt, ich soll die beiden Käseräder in sein Quartier bringen oder so. Der Kapitän ist ein Dieb. Was natürlich gleich wieder zu der Problematik führt, dass der Kapitän das hört und dementsprechend ordentlich bestraft. Genau, aber es wird in dem Sinne, wir sehen diesen Vorgang nicht, weder dass Mills eben diesen Befehl bekommen hätte, noch dass er die Käseräder trägt. Das darf jeder für sich entscheiden, ob der Kapitän eben so ein Arschloch-Sadist ist, der die eben absichtlich so ins offene Messer laufen lässt, um damit gleich mal zu zeigen, so Leute, ja, ne, ich habe dich vielleicht auflaufen lassen, aber nur damit ich hier eben erstmal zeige, wo der Hammer hängt und dich dann auspeitschen lasse. Was denkst du, Kali? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, wenn ich jetzt wirklich so logisch vorgehe, fand ich jetzt nicht, dass der Kapitän also am Anfang wirklich so unsympathisch wirkte. Er wirkte geradlinig, er wirkte halt korrekt, aber wirklich halt pflichtbewusst, aber jetzt nicht unbedingt unsympathisch von Anfang an. Ne? Also ja, ich glaube, ich mache es irgendwie fest, nach der ersten Auspeitschung ist er bei mir komplett durch. Jetzt bin ich ja noch nicht. Ja, aber du hast schon recht. Ich habe dann vergessen, was er vorher war. Nee, aber so ganz am Anfang, da wirkte er halt für mich halt, naja, war ich gut streng, auch vielleicht ein bisschen humorlos. Ja. Aber auch gerade, ich sag jetzt mal, durch den Auftritt von Marlon Brando, der dann wirklich ja ein bisschen wie ein Schnösel rüberkommt. Wirkt ja seine Handlung und sagt mal, dieses Abwerten nach dem Motto, was haben die mir denn geschickt? Ja, auch nachvollziehbar. Also auf die normalen Zuschauer. Stimmt, Brando führt ihn ja gleich am Anfang auch so vor, indem er sagt, komm, die beiden Damen wollen dich mal kennenlernen, und offensichtlich wollten die das gar nicht, und plötzlich steht da dieser steife Captain vor diesen lockeren Mädels, die offenbar wahrscheinlich auch man gut eingekauft hat da, ich weiß es nicht. Man hat sofort das Gefühl, okay, also er hat wirklich jetzt so mit Menschenkenntnis oder so mit Lust, so auf andere zuzugehen, ist so nicht. Also er fühlt sich, glaube ich, auch ganz wohl so in der Autoritätsposition, und die hatte er da nicht. Und dann, ich meine, haben wir ja auch später so das... Ja, das ist auch gleich dieser Punkt, wenn dann eben kommt, ich spreche leider kein Französisch. Also wo du einmal so gleich so ein Knacks kommt, er ist zwar autoritär, aber zu dieser gehobenen Schicht scheint er auch nicht so richtig zu gehören. Ja, na gut, du hast ja im Film immer wieder gesagt, dass er sich selber so in der Rolle des kleinen Menschen sieht, der sich durch harte Arbeit hochgeknüppelt hat. Ne? Ja, stimmt. Deswegen auch so irgendwo diesen Hass und Groll auf Brando hat, dem anscheinend sozusagen alles in den Schoß gefallen ist. Stimmt. Und deswegen ist da auch so dieses, der Typ, der ist erst Offizier, obwohl er überhaupt nichts leistet, und ich habe mir das alles hart erarbeitet und nur mit hart und streng und pflichtbewusst, so geht das. Das macht ihn ja auch wieder zum einzelnen Wolf. Ne? Also er ist ja auch gern für sich alleine, er möchte ja gar nicht in Kontakt zu anderen haben, also das wird ja relativ schnell deutlich. Und versucht sich auch gar nicht mit denen gut zu stellen. Und ich fand ja zum Beispiel, um mal den Bogen zu schließen zu der Diskussion mit dem Käse, dadurch, dass er halt außen vor gelassen wird, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht passiert, wirkt er ja im ersten Moment recht gütig. Wenn er sagt, wenn die beiden sich dann so kappeln, der eine beschuldigt ihn, der andere beschuldigt nicht, und jetzt Marlon Brando in sehr starken Rolle, ja, wer ist denn das? Du gleich anklagen, beide, du bist der Lügner, du bist der Dieb, jetzt rechtfertige dich, und das so ein bisschen dieses Feuer anheizt. Ja. Und dann wirkt er ja im ersten Moment wirklich, ja, recht positiv, indem er dann halt auf die Leute, auf die beiden zugeht und sagt, naja, gut, das ist jetzt Aussage gegen Aussage, ach komm, vergessen wir das jetzt mal. Ja, das ist jetzt, da können wir jetzt eh nichts machen, dann ist es passiert, wir kriegen das eh nicht aufgeklärt, lassen wir es einfach ruhen. Ja. Und wäre jetzt in dem Moment jetzt auch die auseinandergegangen wäre, und dann wäre ja gar kein Konflikt weiter entstanden. Das war ja nur halt, weil, so wie der Kapitän sagt, die dumme Unterschicht, die keine Ahnung hat, weil die dann gleich wieder, er das gleich über Rauferei wieder lösen wollte, ne? Der Beschuldigte, also ich rede jetzt von dem Beschuldigten, der jetzt als Dieb angeklagt war, ging dann gleich zu seinem Ankläger hin und meinte, was, du nennst mich Dieb und was soll denn das? Und versucht das dann halt wieder über die Gewalt der Faust zu lösen.
Und dadurch kommt es halt in diese Rangelei, die dadurch entstand. Dadurch kommt ja erst halt, dass er sich dann rechtfertigen möchte, ich bin kein Dieb, ich bin kein Dieb. Und dann kommt ja erst der Konflikt selbst. Und dann kommt ja, dann siehst du ja erst den wahren Charakter vom Kapitän. Das ist ja genau der Punkt. Da merkst du ja richtig, dass der Schalter sich umlegt. Da geht's ja dann los. Ich glaube, er legt nicht da den Schalter um. Ich würde sagen, das ist alles genau so, wie er das wollte. Er hat das ganz in seinem Sinne hat er das angefädelt. Er hat ihm gesagt, oder ich glaube, er hat ihm gesagt, nimm mal die beiden Käseräder. Und dann, ohne ihm zu sagen, dass er ihn auflaufen lässt, sondern damit bringt er nämlich genau diese Situation überhaupt erst hervor und kann dann nämlich seine harte Faust einmal auf den Tisch knallen und zeigen, so Leute, ne? Also du weißt, dass ich dich verarscht habe und der Rest hat vielleicht irgendwelche Zweifel, aber trotzdem zeige ich euch mal, wie hier der Hase läuft, indem ich euch erstmal auspeitschen lasse für so eine Scheiße wegen Käserädern. Was ja Marlon Brando auch nachher sagt, ja, für so eine Nichtigkeit, für so eine leichte Strafe schon für ein leichtes Vergehen so eine schwere Strafe auszupacken und dann, ja, aber ist doch viel geiler, weil wenn die wissen, bei dem leichten Vergehen ist schon kriegst du schon so eins auf die Fresse, dann versuchen sie gar nicht erst was Schlimmes anzustellen. Na gut, aber er geht ja die ganze Zeit. Aber der Kapitän betont ja immer wieder, dass er von der Mannschaft nicht viel hält, dass er da nichts erwartet, dass sie sowieso nur Mist bauen, auf längere Sicht Mist bauen werden. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so. Ja, und da will ich gleich von Anfang an klar machen. Das erste Foul im Fußballspiel, gibt es eine gelbe Karte, dann wissen alle, okay, wenn ich hier einen Fehltritt mache, dann fliege ich vom Platz. Dann versuche ich das lieber nicht zu machen. Ja, also ich gebe dir damit recht, dass er das auf jeden Fall dass er eben von vornherein in diese Option reingeht, dass er dann halt gleich die Faust auf den Tisch hauen möchte und dann gleich zeigen möchte, wer er ist und was er bereit ist zu tun, um seine Position zu manifestieren. Da gehe ich komplett mit. Aber ich glaube, würde es nicht so sehen, dass er diese Situation bewusst hervorgerufen hat. Also das glaube ich nicht. Also glaubst du Mills nicht, das mit dem Käserad? Oder? Doch, ich glaube auch, dass das alles stattgefunden hat. Und warum entlastet ihn der Captain dann nicht? Naja, dann würde er sich ja selbst anklagen. Ja, aber das muss er doch vorher wissen. Also wieso muss er das wissen? Es kann doch auch sein, dass der andere das gar nicht gesehen hat mit dem Käserad. Und dann wäre die Situation gar nicht entstanden. Ja, wieso? Jetzt ist da diese Situation, die beiden, der eine sagt, du hast geklaut, der andere sagt, du bist ein Lügner. Kann doch der Kapitän kommen. Und dann sagt er nicht, wir kriegen das nicht aufgeklärt, lassen wir mal. Sondern sagen, alles gut, Junge, er ist kein Dieb. Er hat in meinem Auftrag diese beiden Käseräder genommen. Du hältst jetzt mal die Klappe, fertig. Ja, vielleicht hat er, naja gut, aber kann ja auch sein, dass er sagt, naja, ich habe ihn auch nicht. Ich stelle jetzt hier keinen bloß. Will sich das selber nicht bloßstellen? Also ich würde das jetzt, gut, dann sehe ich das vielleicht anders. Also dann sehe ich das vielleicht ein bisschen positiver. Ja, dafür ist auf jeden Fall Platz für mehr als eine Meinung. Alles na, gut. Aber, also ich würde das nicht sagen. Also ich sehe das nicht so, dass er jetzt bewusst eine Falle gestellt hat, um dann eine erste Strafe zu provozieren, weil ich davon ausgehe, von seinen ganzen Reden, dass er eh davon ausgeht, dass er früher oder später die Chance kriegt, jemanden zu bestrafen. Genau, denn darüber besteht, glaube ich, kein Zweifel, die Chance, die er dann hat, um so richtig zu zeigen, wie gewalttätig er das durchdrückt, die nutzt er dann. Und es ist wirklich, also das ist das erste Mal, dass ich auch in dem Film so einen Moment habe, wo ich denke, wo ich richtig überrascht bin, wir sind im 1962. Rausgekommen, wie brutal da ist. Also ich empfinde das als sehr brutal. Das ist eine Auspeitschszene, die keinen Zweifel daran lässt, dass das massiven Schaden dem Körper zufügt. Und immer wieder wird es in diesem Film Momente geben, an denen der überhaupt nicht zimperlich ist. So. Ich finde das einen sehr, sehr ehrlichen, also notwendigerweise brutalen Film. So, ne? Aber bin jedes Mal überrascht so davon. Ne? Es ist eben nicht weichgespült. So. Ja. Also ich finde auch, die erste Auspeitschung sind entweder ein ziemlich zäher Stuntman oder... Oh, stimmt, das knallt ganz gut raus. Ja. Oder halt eine sehr gute Maske. Also das war schon ganz schön. Ja, das sah auf jeden Fall sehr reell aus. Ja. Fand ich auch. Sehr gelungen. Ja, und da ist dann natürlich auch schon klar, okay, bei so viel Gewalttätigkeit ist es nur eine Frage der Zeit, dass es dort eine Meuterei geben könnte. Also ich weiß ja gar nicht, wie es euch ging, aber wenn der Film anfängt, muss ich kurz mich nochmal setten. Ach so, nee, Marlon Brando ist quasi sowas wie der Gute. Ja. Immer wenn ich so an Meuterei auf der Bounty denke, sehe ich ihn immer eigentlich so als den dämonischen Kapitän oder so, ne? weil wir ihn natürlich auch vielleicht auch eher auch noch aus Bösewichtrollen kennen. Und eigentlich ist es ja nur so, dass der... Er ist ja auch sehr unsympathisch, hat ja unglaublich unsympathische Züge, also die Figur, die Marlon Brando spielt. Ne? Also auch in diesem Moment sieht man schon, dass ihm das nicht gefällt, aber er greift nicht ein. Ja, ich glaube, er hat halt auch, oder es sind Figuren, die hier in diesem Film vorkommen. Es gibt nicht einfach nur den Guten und den Bösen, sondern jeder hat eben, so wie Trevor Howard, seinen seine Pläne hat und wie das eben umgesetzt wird. Und für ihn steht eben Pflichtbewusstsein und Gehorsam oben und Zuckerbrot ohne Peitsche seine Devise. So hat Marlon Brando eben dieses
Recht, Unrecht, Gerechtigkeitsempfinden sehr stark verankert und stellt eben nicht nur einfach den Auftrag nach ganz oben, sondern versucht mehrere Seiten zu sehen und was ja dann natürlich im Verlauf des Films auch nochmal zu problematischen Sachen führt. Und das birgt ja eigentlich diesen ganzen Zündstoff, ne? Dass du dann, gerade wenn man dann die Meuterei stattgefunden hat, dass du dann eben immer noch die Frage stellst, ja, und wie jetzt weiter? Und was ist jetzt eigentlich das Gute und was ist richtig und falsch und böse? Also Marlon Brando merkt ja dann auch, ja, das System, was Trevor Howard da so angelegt hat, war nun auch nicht völlig verkehrt. Also er hatte schon irgendwo einen Punkt getroffen. Ne? Kannst nicht mit denen zusammen saufen, dann nehmen die nicht mehr ernst. Muss schon irgendwie so dieses Gefüge behalten bleiben, damit du eine Autorität ausüben kannst anscheinend. Lass uns doch mal kurz über das Schauspiel von Marlon Brando sprechen, also die Art, wie der spielt. Ich habe jetzt vorhin so im Vorgespräch mal schon so ein paar Mal immer die Behauptung in den Raum gestellt, dass der spielt für mich ganz anders als alle anderen in diesem Film. Also ich finde, dass der eine seltsam natürliche, also ich sag da mal modern zu, einfach im Sinne von, dass ich das nicht gewohnt bin in den 50er, 60er Jahren, der fesselt sich nicht an irgendwelchen Drehbuchzeilen. Der wirkt nicht so, als wenn er genau wüsste, auf welche Markierung er als nächstes treten muss. Sondern das Ganze hat so eine... Spontan. Ja, ich weiß es nicht, genau. Ja. Also er wirkt auf mich zumal sehr, sehr lebensfroh. Natürlich hat er mit Trevor Howard einen sehr, sehr guten Gegenspieler in der Hinsicht, so was das Gebaren angeht. Also wie Trevor Howard sich immer seine drei Finger da in die Westentasche steckt und dann diesen tollen Gang hat, über den dann noch gelacht wird. Das ist Marlon Brando eben so ausschweifend und ich drehe mich mal hier hin und mach mal diesen noch und jetzt bin ich wieder ein bisschen nachdenklicher und also das hat da auf jeden Fall einen guten Beziehungspunkt, oder wo man eben merkt, diese beiden, dadurch unterscheiden sich schon ganz schnell, ohne dass sie was sagen müssten, auch so im Getue, oder wenn Marlon Brando auch diese ganzen Kostüme kriegt, er kommt da erst in diesem silber glänzenden Umhang irgendwas an und dann später das Nachthemd ja auch nochmal vor allem. Das sind ja alles so eine Sachen, die das mit ausmachen, ja. Ja, ich finde, er hat eine starke Präsenz. Ja. Die ganze, also ja, von innen auch heraus. Wirkt sehr elegant, wirkt auch überlegen. Also das, was natürlich auch wunderbar den Konflikt im Spiel nochmal mit dem anderen, mit dem Kapitän untermauert. Ich fand jetzt nicht, dass die Besatzung jetzt ungepflegt aussah, ne, extrem. Ne? Also ich war natürlich halt schon unteren Klasse und dementsprechend auch von den Sanitäranlagen und so. Aber er wirkte halt sehr reinlich, sehr gehoben, sehr gelackt. Glatt rasiert. Ja, genau. Also eigentlich perfekt. Kein Haar liegt irgendwie quer, alles wirklich so. Sehr akkurat. Ne? Und das merkt man halt auch im Spiel. Finde ich dieses ganz präzise, das trifft man halt immer wieder und das wirkt, man lässt ihn halt einfach scheinen. Und dann kommt natürlich auch diese Gestik, dass er sich halt mehr traut als die anderen. Die anderen haben ja eher, wenn sie lauter werden, dieses Rüpelhafte und dieses Gegröle oder hier, oh, Frauen, oh. Ja. Und er versucht das, und wenn es so halt zum Beispiel bei dem Thema Frauen, auch wenn es jetzt zu weit springt, aber wenn sie auf der Insel sind, dann sind alle anderen ja eher hippelig und freudlich und wie so, mal wie die kleinen Kinder und schön rauf. Und er ist dann eher dieser Elegante, nach dem Motto, lass sie zu mir kommen, wir Blickkontakt halten, einfach diese Überlegenheit, die man eigentlich gar nichts tut, außer sitzen, nur durch die Blicke. Und da finde ich, da wird es dann ganz deutlich, diesen Unterschied nochmal zu sehen. Ne? Stimmt, der spielt wirklich auch, ja, den gibt es sonst nicht auf diesem Schiff, diesen Typen so. Ne? Also ich meine, es gibt wirklich absurde Momente, wenn der da über das Deck läuft und irgendwie eine Zeichnung anfertigt und auch immer wieder so in seiner Sprache sehr gewählt sich ausdrückt. Und ich meine, im Grunde genommen können wir ja Marlon Brandos Figur zuschauen, wie eine besondere, wie soll ich sagen, Erzogenheit, nicht, ich finde gerade das wichtige Wort nicht, aber also er versucht es quasi durch Etikette? Ja, genau. Also ich halte mich an die Etikette und wenn wir quasi das auch immer ordentlich machen, dann werden die Dinge auch ihren ordentlichen Gang nehmen. Aber die Dinge um ihn herum gehen keinen ordentlichen Gang und er kann das irgendwann nicht mehr mit gewählten Worten oder der richtigen Geste in den Griff kriegen, sondern von ihm wird richtig Handlung verlangt. Das ist eigentlich, ne, stimmt, eigentlich ist er ja ganz schön passiv, ne? Obwohl er sehr, sehr, sehr viel Präsenz hat. Die passiert ja nicht durch die große Aktion. Es ist ja natürlich ein Thema Meuterei. Du kannst es nicht offen ansprechen, weil sofort die Gefahr spielt, naja, vielleicht ist der trotzdem dem Captain noch so anhängig. Ja. Und viel ist eben so dieses
ansprechen, aber auch eben sehr verdeckt oder über Umwege etwas ansprechen, was ja auch am Kapitänstisch da bei der, nach dem ersten Auspeitschen ist, wenn Marlon Brando sagt, na gut, wenn sie mich so offen fragen, dann sage ich auch recht offen. Ne? Aber sonst ist eben immer viel, auch dann, wenn die Mannschaft dann anfangen will zu meuteln und die immer so ins Ohr flüstern will, dann immer so ganz leicht nur und sich eben so langsam steigern. Das ist ja auch ein zentraler Punkt, ja. Na gut, aber ich fand ja zum Beispiel nach dem ersten Gespräch, wie er seine Meinung gesagt hat, dass er das, auch wenn es höflich formuliert war, nach dem Motto, was soll denn da noch kommen, fand ich ja schon, dass er was gesagt hat. Ne? Alle anderen waren ja sozusagen verschüchtert und er war nichts mehr und er hat ja was gesagt. Ne? Also er hat sich getraut, den Mund aufzumachen. Und es war ja auch, wird ja im Film oft genug gesagt, die sind nun mal im Dienste der englischen Handelsmarine unterwegs. Und die haben ja nun mal Regeln. Und da kann nun mal, ist nun mal der Kapitän derjenige, der das Sagen hat. Und da ist man, macht man sich halt recht schnell strafbar, sobald man sich gegen ihn stellt. Und das lässt ja vor die anderen auch nicht viel Spielraum. Also das ist ja auch der, das ist ja auch ein Punkt. Auch sein Freund, der, ich weiß gar nicht, wie er jetzt hieß, sein alter Freund von der Marine, der dann da auch anwirbt, der dann nachher auch versucht, immer eben den Kopf sozusagen zu waschen, nach dem Motto, du musst jetzt was machen. Kadett Young, ne? Ja, genau. Und das ist so ungefähr so die dritte Position. Also Captain, erster und zweiter Offizier und dann kommt der Young als Kadett in der Marineschule. Und wenn er dann versucht, ihm den Kopf zu waschen, dann sagt er ja auch, ja, du kannst doch nicht dazu gucken und du kannst doch nicht machen. Und dann versucht er das ja ein bisschen von sich wegzuweisen und einfach zu sagen, und verweist auf das Regelwerk. Und das nach dem Motto, ja, was soll ich denn? Letztendlich sagt er ihm ja auch durch die Blume, ja, was soll ich denn machen? Entweder das oder ich werde gehängt. Also ja. ich kann doch nichts machen. Und letztendlich, und der Young lässt ja nicht locker. Der fällt ja immer fordernder und fordernder und kommt ja immer wieder damit. Was er ja nachher, wo man dann halt auch merkt, dass ihm das Thema sehr schnell an die Nerven geht. Er hat nicht mehr diese Etikette, sondern er rastet schnell aus, weil man merkt ja halt, dass er jetzt genauso sieht. Ne? Und dass er aber halt sich auch, sag ich mal, hilflos in der Situation fühlt. Ne? Was soll er denn, weil letztendlich, wie er ja vor der Situation steht, mein Leben für die anderen oder das Leben der anderen für mich. Also das ist halt, das ist auch keine leichte Entscheidung zu treffen gilt. Ja. Also, es geht ja die ganze Zeit ums Eingemachte. Recht versus Gerechtigkeit oder Recht, Unrecht, Gerechtigkeit und solche Sachen, ja. Hey, genau, also ich bin persönlich total erstaunlich, wie ich die ersten anderthalb Stunden komplett in der Handlung gefangen bin, obwohl es quasi, eigentlich ist es wie ein Politdrama so. Ne? Also ständig werden solche grundsätzlichen Dinge verhandelt und das wird alles viel über Dialoggefechte gemacht, aber ich finde es halt genauso spannend, wie wenn ich jetzt heutzutage, weiß ich nicht, eine Folge House of Cards gucke oder so. Ne? Das ist also, weil alles ist so... Jeder verfolgt da eben so sein eigenes Ziel und eigentlich merken alle schon, das stimmt ja alles so nicht so richtig. Mhm. So, ich glaube, selbst der Captain weiß, das ist ganz schön barbarisch, was der da tut. Aber, ja. Aber auf seinem System hat ist das recht. Eben so und ja. Deswegen ist eigentlich auch das. Deswegen finde ich das ja so interessant, weil du eben, wie ich gleich vorhin sagte, so du hast eben verschiedene Figuren, aber keiner ist eben der absolut Gute oder der absolut Böse, sondern alle haben eben ihre Wert- und Moralvorstellungen und nach denen handeln sie und selbst bei denen, die sagen, na, das ist unmenschlich, ne? Das ist dann gleich das Nächste. Wenn du das System umstürzt, ist dein System dann eigentlich besser? Oder ist dann derjenige, der nachrückt in diese Position des Kapitäns, macht jetzt eigentlich auch das, wie ich das gern hätte? Oder wie wird das jetzt so werden? Das ist ja auch heute aktuell. Das ist ja ein zeitloser Stoff, ganz einfach. Ja. Ich habe gerade überlegt, warum finde ich das denn quasi eigentlich so die ganze Zeit packend? Und ich merke eine Sache, die ich total geil finde, dass in diesem Film alles so unglaublich echt wirkt. Und ich glaube, ich auch sehr oft auf einem verdammt großen, sehr alt aussehenden Schiff auf großer offener See bin. So, ne? Also es gibt natürlich klar so ein paar, wo die Leinwand hinten aufgebaut ist und das Wasser dann so rübergespritzt wird. Aber selbst das sieht unfassbar groß und wuchtig aus. So. Aber es gibt immer wieder Szenen, in denen wir wirklich tatsächlich auf dem Wasser sind, wo die großen Segel aufspannen und die Kamera auch so ehrfürchtig von unten nach oben schaut. Das kann natürlich auch ein Trick sein, damit du nicht siehst, wie dicht die vielleicht am Land sind, damit du bestimmt, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade beim Auslaufen auch da, wo ich dachte, das ist interessant. Aber also was halt bei mir passiert, ich kriege richtig Respekt davor, wie sich im 17., 18. Jahrhundert Leute mit solchen Nussschalen, wie es einmal gesagt wird, auch auf diese See begeben haben. Das ist schon also gerade wenn dann hier der Sturm kommt an der Spitze Südamerikas, das ist bei mir sowieso, also das ist so der Grund, warum ich nicht mit so einem Schiff fahren wollen würde. Nee. Einfach, du kannst dich in keine Richtung retten, wenn du da, ne? Also deswegen, der Sturm löst bei mir auch so dann so ein ähnliches Gefühl aus, dieses, ja,
total am Arsch hier. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es auch erstaunlich. Also ich bin ja überhaupt gar kein Wasserfan und bin auch gar nicht gerne selber auf dem Wasser. Okay. Und war das aber wirklich kein einfacher Film für dich? Nee, ich habe auch gesagt, wir werden auch nie in Südamerika und in der Ecke ins Wasser gehen. Das ging gar nicht. Aber es war für mich echt schon, boah, das war schon mit Hass-Horror-Film. Aber nichtsdestotrotz fand ich es auch zum Beispiel erstaunlich, dass gerade innerhalb dieser Szenen und beim Cup, dass der Kapitän, also ich meine, alle wurden nass, alle haben gelitten, keiner hatte mehr Kraft, keiner kam mehr zum Schlafen, weil alle ständig präsent sein mussten. Dass da echt schon die Gefahrensituation ausgerufen wurde, dass er dann einfach noch wirklich da so unbekümmert da stand und meinte, ach nee, das biegt sich durch, nee, mach mal weiter. Vor allem noch viel geiler. Ne? Also er, also was muss passieren, bis er sagt, nee. Noch viel geiler, ja, es geht immer darum, die Mission, nee, viel geiler, die Szene eigentlich, oben tobt dieser Sturm und dann sehen wir den Schnitt in seine Kabine und er sitzt auf seinem Stuhl und schläft. Mhm. Und er wacht dann auf, als sie aus dem Wind gehen, als das Ding wieder ruhig ist. Boah, jetzt stimmt aber was nicht. Bis eben wurden die alle noch geprügelpeitscht und jetzt auf einmal, was ist hier los? Und das führt ja dann auch zum ersten Todesfall, glaube ich. Ne? Ja, wurde aber nicht es wurde aber nicht gezählt. Also ja, weil das noch nicht nach der Dings, nach dem Zwischenfall war, Tahiti. Naja, na gut, also bei Tahiti hat, also erst war ja das Argument von dem Gefangenen nachher, nach dem Motto, er wird uns alle umbringen auf dem Rückweg. Mhm. Und geht er dann immer hin, um das einzuflüstern mit dem, ja, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und letztendlich hätte er mal von Anfang an gezählt, hätte er auf jeden Fall schon Nummer raufpacken können, weil das war ja definitiv die Schuld des Kapitäns mit dem Fass. Das war ja auch ein ganz fieser Tod, ne? Muss man ja auch mal sagen. Wie geht's denn euch? Also hält sich für euch auch die Spannung so gut bis zur ersten Pause? Also ja. Also ist natürlich irgendwo dieses, ja klar, das Ding heißt Meuterei auf der Bounty, also muss irgendwann eine Meuterei kommen, aber eben wieder dieser Weg dahin und was eigentlich so für Episoden passieren und wie sich das dann auch immer entwickelt, ist trotzdem sehr interessant und gerade auch, wenn dieses Fass da im Schiffsbauch umherrollt und die das stoppen wollen und dann wird der eine da zerdrückt, auch das, auch wenn man jetzt eben diesen Trick kennt von wegen, naja, man legt da halt was hin und der andere ist eigentlich nur ein Loch im Boden und der Kopf guckt raus, sah das trotzdem sehr krass aus. Also mir ist gerade die Magie versaut. Erklär ich dir noch, wie Kevin Bacon in Freitag der 13. Ich habe gedacht, da lag wirklich ein Fass drauf. Ja, nein. Das Fass lag da. Der Körper war noch nicht so ganz. Nee, okay. Was ich auch erstaunlich fand, gerade der Weg dahin, was du auch gerade angesprochen hattest, ne, mit dem, welche Barbarei denkt er sich denn aus? Also ich finde, da sind auch gewisse Elemente drinne. Mal abgesehen jetzt von diesem Käfer in der Käseintrige, um das mal so schön zu nennen. Käseintrige. Da sind ja auch Sachen dabei, da denkt man ja gar nicht dran. Also es gibt ja so viele verschiedene Wege, Leute klein zu halten, gerade wenn man an der Macht ist. Und dann halt, was passiert denn da? Er spielt ja mit diesen Freundlichen und wenn er mit seinem Lachen kommt, dann muss man ja eh vorsichtig sein, weil er, wenn er sich dann anspeichert und sagt, oh, sagen Sie mir das doch und mit dem Lächeln. Dann kriegt derjenige, der dann auch ehrlich ist und mal wirklich drauf reinfällt, ja auch wirklich einen Arschtritt. Ne? Der eine, der die Nacht da oben auf dem Mast sitzen musste, in der Kälte. Naja, also ich habe eigentlich gedacht, der hat nachher keine Finger mehr. Ich war ja überrascht, dass er sich wieder so erholt hat. Auch das ist ein sehr sehenswerter Spezialeffekt mit dem Kollegen, der keinen Zeigefinger mehr hat. Ja. Oder hatte der keinen mehr? Ja, also, das war echt gut gemacht. Ja, ne? Perspektivisch hätte ich es hingenommen, wenn er ihn einfach nur weggekriegt hat. Naja, gut, ja, würde ich auch sagen. Ne? Ja, aber er hat dann auch wieder das Steuerrad umfasst. Und da habe ich dann gedacht, na, hat er jetzt so einen holzfarbenen Mantel drüber. Naja, guck mal hier. Ja, aber wenn du das Rad umfasst, dann wird es schon ein bisschen... Sind in einem Audio-Podcast. Was machst du denn da, Kali? Genau. Wir wissen nicht, ob er einfach den Finger weggeknickt hat oder ob das ein guter Effekt war. Ja, das fand ich auch mal auf jeden Fall trotzdem eine sehr erstaunliche Strafe, mit dem er setzt sich mal in Massen. Ich meine, welcher Idiot kommt noch auf die Idee, ne? Also das fand ich schon ziemlich heftig. Und auch mit der Wasserration, das, na okay, irgendwo musste man sparen, ne? Dann natürlich beim Pöbel. Ne? Aber ich fand, das war allgemein auch so eine... Naja, die Frage ist nicht, musste man, hätte auch sagen können, naja, wir nehmen halt nur die Hälfte der Pflanzen und dann reicht das Wasser vielleicht auch. Na wieso, wir haben doch erst vom Test gestellt, dass er seine Mission erfüllen wollte, Punkt. Ja, also aus seiner Perspektive, okay. Ja, ich gehe jetzt von der Perspektive des Kapitäns aus für alle Zuhörer. es ist wirklich... ja, jetzt habe ich einen Faden verloren, wo war ich denn jetzt? Na, Wasserration, irgendwo muss man sparen beim Pöbel. Ach so, ja, genau. Also mit diesen ganzen Handlungen, die er so auch vorgibt, den kleinen Sachen bestrafen durch Peitsche, dann mit wegsperren, dann was da noch alles so kam. Das ist eigentlich, gerade mit dem Wasser, wo es für mich am deutlichsten ist, eine wunderschöne Gesellschaftssatire. Also kann man wirklich was so nehmen. Ja. Also richtig schöne Übertragung auf den, der Reiche, erstmal blöd gesagt, die Reiche stand oder die Politik an der Macht ist und seine Ziele versucht durchzukämpfen.
auf dem Rücken der kleinen Leute und denen sozusagen immer mehr wegnimmt. Wie weit kann das gut gehen? Ne? Und fand ich halt sehr, also wenn man das überträgt, das ist wunderbar. Ne? Also das finde ich, kann man wirklich so nehmen, weil irgendwann muss ja das Pulver fast platzen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit und die ist in dem Film ja passiert. Und trotzdem fand ich es erstaunlich, als es denn passiert ist und Marlon Brando dann sozusagen sich für die Gerechtigkeit eingesetzt hat, dass er ganz viele noch gesagt hat, dass also wirklich noch ein Kampf selbst auf dem Schiff stattgefunden hat. Ne? Obwohl dort sozusagen Barbarei, also diese Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit, dass da wirklich trotzdem dieser Kampf noch da war. Und weil letztendlich von den ganzen Situationen, unter welchen Bedingungen die leben mussten über Monate, geht man ja als Zuschauer davon aus, okay, wenn er jetzt sagt, folgt mir, dann sagen alle, jo. Naja, das ist eben dieser Punkt bei einer Meuterei, dass du eben nie genau weißt, wer hat jetzt für wen Loyalität oder wer hält zu wem. Naja, was heißt Loyalität? Oder denkt eben auch an die Strafe. Ich glaube, von denen, die da ausgestiegen sind, die hatten keine Angst vor die waren kein bisschen loyal, die hatten Angst vor der Bestrafung. Die wollten ihre Familien zurück. Also ich glaube, der Kapitän, den selbst, den hätten sie auch über Bord werfen können. Das merkst du ja noch, auch wenn der Kapitän in seinem kleinen Boot sitzt und dann wieder so in die extremen Ansagen gibt, ja nö, wir machen jetzt nicht das um die Ecke, wir fahren jetzt erstmal einen vierfachen weiteren Weg, vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir es nicht, aber ihr müsst mir jetzt folgen. Und wehe, wenn jetzt auch noch gemeutet wird auf dem kleinen Boot. Ja, das sieht gut so aus. Was ich auch schon sehr humoristisch fand. Dann merkst du ja auch, letztendlich die Leute wollen nach Hause, die wollen keine Bestrafung, die wollen sozusagen ihre Pflichterfüllung erhalten bleiben und letztendlich, das wird ja auch nochmal wieder später dann nochmal gesagt, durch Marlon Brando ist es ja nun mal so, dass auch die Leute dann nochmal ein Verhör erwartet, ob sie denn wirklich loyal waren oder nicht. Und immer noch dann Angst, also fürchten müssen vor dem Kapitän, ja. Dass sie eigentlich, dass eigentlich der Schrecken nicht vorbei ist, bis sie den eigentlich los sind. Ja? Ich finde übrigens, also, dass das für mich einer der echt größten Höhepunkte an diesem Film ist, wenn mir klar wird, dass ich warte anderthalb Stunden darauf, dass der große heldenhafte Moment von Marlon Brando kommt. Und er ist die ganze Zeit so selbstsicher und so klar. Er denkt manchmal nach, aber er ist wirklich so die Selbstsicherheit in Person. Und der Moment, wo er quasi die Stunde seiner Heldentat gekommen ist, ist er so zerzaust wie den ganzen Film nicht mehr, ist verunsichert. Das ist total unbefriedigend, weil dieses Durcheinander noch da ist, dass ich gar nicht sicher sein kann, ob überhaupt wirklich genug Leute noch übrig bleiben auf dem Schiff, dass man noch weiterfahren kann. Und das finde ich echt klasse. Also ich habe da so überlegt, ich kenne leider von Louis Milestone, dem Regisseur, der zumindest offenbar den größten Teil in dieses Films und die Credits dafür bekommen hat, gedreht hat. Der hat ja auch gemacht Im Westen nichts Neues, von dem ich mir vorstelle, dass das auch ein sehr authentischer, mit allen Glorifizierungen des Krieges abrechnender Film ist. Und so wirkt dieser Film auch auf mich. Also ich meine, danach kann ich mir, glaube ich, keinen romantischen Piratenscheiß mit Errol Flynn mehr angucken, so, weil... Ja, so sieht das aus, wenn man mit so einem Haufen Männer auf so einer seltsamen Mission unterwegs ist. Das finde ich wirklich total beeindruckend. Das erwarte ich immer nicht, weil zwischendurch habe ich ein richtig schönes Abenteuergefühl. Ich meine, die Mitte des Films in Tahiti, das ist ein romantisierter Drecksscheiß, frauenfeindlich bis zum geht nicht mehr. Aber drumherum kennt der Film keine Kompromisse und ist da sehr ehrlich. Und das ist ja auch das Schöne, dann gerade diese Tahiti-Sequenz, wenn dann eben kommt, Marlon Brando will dann mit der Tochter des Häuptlings da sich vergnügen und sind im Busch und dann kommt eben der Kapitän vorbei und sagt, nee, jetzt nicht hier, komm mal da weg, deine Lüsternheit woanders ausleben oder so. Und was dann ja prompt quasi falsch verstanden wird und der Häuptling ist erbost, wenn dann seine Tochter nicht mal gut genug ist für die Engländer, dann kriegen die auch keine Brotbäume. Und dann muss eben Kapitän Blythe den Befehl geben an seinen ersten Offizier. Er muss doch entgegen allen Regeln und jeglichen Vernunft und Anstand doch mit dieser Frau. Balzen Sie mit ihr, sagt er, glaube ich. Ist das nicht? Naja, das war ein langer Weg, bis er das gesagt hat. Und eine urkomische Szene ist da eben eingebaut. Und dass das eben so auch seinen Platz findet. Und was eben auch wieder dazu führt, dass es nicht einfach nur Holzschnitt-Charaktere sind gut böse, sondern eben, naja, sind eben auch nur Menschen. Schon geil, die Chemie zwischen Marlon Brando und der Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Ich habe ihren Namen jetzt auch mir nicht merken können. Die sind später auch zusammengekommen. Marlon Brando hat die geheiratet und zwei Kinder mit der bekommen. Ist wirklich eine tolle Chemie. Ich finde, eine ganz tolle Schauspielerin. Also kennt ihr die aus irgendeinem anderen Film? Nee. Also als dann im Vorspann auch diese Namen losgingen, die so ein bisschen entsprechender klangen, habe ich auch gedacht, ja gut,
die haben wahrscheinlich den einen Film gemacht, so ja, ungefähr, ja. Und dann hast du es. Also eine ganz tolle Leinwandpräsenz, also es ist wirklich, also wie auch in einem Stummfilm inszeniert, aber es stimmt nicht ganz, ja, eher wie so ein Musikclip, also wenn die Frauen dann auf der Insel in Tahiti dort eigentlich eine Art Balztanz machen, oder? Mhm. Ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Ist ja, durchaus das erotisch auch. Das wird auch durch die Kameraeinstellung ja dann auch unterlegt, wenn dann mal nur die Hüften im Bild sind oder so, ja. Ist ja völlig klar. Und dann dieser Blickwechsel zwischen der Frau und Marlon Brando, das ist wirklich, das knistert ganz schön. Und wenn die dann nachher im Gebüsch verschwinden und ja, das wird irgendwie schon so ein bisschen absurd einerseits und dann andererseits, ja. Naja, wo sollst du eigentlich auch hin? Ja. Und vor allem auch dieser Spruch hier, wenn der Kapitän ankommt, dann ja, nicht zu Hause. Wenn die da im Busch sind. Ja, nein, Fletcher. Ja, Fletcher. Krass, ne? Also wirklich, es gibt da dort einen dort von der Besatzung, der mit diesen großen Augen, ich habe seinen Namen jetzt nicht drauf, der da so rumläuft und als der anfängt, denn dort die jungen Frauen dort so zu betatschen, das ist schon ein bisschen gruselig, oder? Ja. Ich habe es überlegt, meint der Film das auch ein bisschen kritisch oder ist das jetzt gerade so eine Altherrenfantasie, die da... Naja, ich meine, bis zu einem gewissen Grad musst du dir überlegen, das sind Männer, die seit fast einem Jahr alleine auf See waren, ja, ja. Ohne eine Frau gesehen zu haben. Ja, der Teil ist ja realistisch, es geht ja eher um den weiblichen Part, nach dem Motto, was die alle sagen, ja kommt, bespringt uns. Das ist ja der Punkt. Also ich habe ja noch am Anfang gedacht, es war ja, das, ich weiß nicht, als die Tahiti-Szene kamen, die ganzen Damen, also ja, die dann auch im Wasser hier ihre Fisch da gefangen haben, was ich auch eine sehr, sehr schöne Szene fand. Da habe ich noch zu dir gesagt, oh guck mal, irgendwie in diesem Film, da werden ja die Frauen immer so gleich so willig dargestellt. Als es dann auch losging mit dieser Regelung, da konnte ich ja in meinen kühnsten Träumen nicht von ausgehen, dass die pervertierte Form des Willigdarstehens Ich meine, das wird ja dann quasi durch den Offsprecher einmal so sehr klar gesagt, von wegen, naja, das sind eben weiße Männer und weiße Haut galt da eben als, wow, das müssen Götter sein, die sind vom Himmel gefallen, so ungefähr. Ne? Also so wird es zumindest da begründet innerhalb des Films. Ja, vor allen Dingen in dieser Ansprache kommt auch noch nicht zu vergessen, dass er nochmal hervorhebt. Ja, selbst der Hässlichste hat da jemanden gefunden. Wie hässlich er auch sein mochte. Ja, wie hässlich er auch sein mochte, ja. Also was, ja. Ja, vor allem, ich finde, der Film macht auch wirklich, also ohne dass man da jetzt explizit was sieht, die Kerle kommen da hin, können da alle wild rumvögeln und es ist eher komisch, wenn da eine Adjutante auf die Idee kommt, die könnte ja auch heiraten. So, ne? Also, ja, was ich ja eher komisch fand, dass da nicht eine schwanger geworden ist. Das wird dann wieder nicht erzählt. Naja, das meine ich ja mit diesem romantisierten Scheiß da. Ne? Also die Kerle dürfen sich immer austoben und so, das muss man ja verstehen. Oh Gott. Ich meine, das ist natürlich dann auch wieder ne? Nee, ich war ja teilweise verwirrt, weil ja auf dem Schiff nachher, das sind noch kleine Kinder, habe ich so gedacht, naja, sind die jetzt jahrelang unterwegs und das sind die Früchte des Gebarens, so haben die einfach Kinder mitgenommen. Also, das ist ja die Frage. Das ist eine beachtliche Zeitspanne, die wir, glaube ich, umfassen. Ja, ja. Ne? Wenn er mir sagt, wir haben 5 Monate haben wir bis zum Kap Horn und nochmal Kap der guten Hoffnung. Ja, aber keinem einzigen wachsen die Haare, ne? Ja. Also. Ja, da musst du 7 Samurai gucken, wenn ihm die Perücke nachwächst. Die Haare Perücke tatsächlich nach. Der wächst ihm tatsächlich die Haare nach, nachdem er sich abrasiert. Diese ganze Sache wird ja durch 1-2 Punkte ja doch nochmal gut wieder für Charakterisierung genutzt, wenn eben der Kadett eben kommt zum Kapitän und sagt, wollen Sie nicht auch mal ein Abend wenigstens vom Schiff gehen und dann eben dieses, ja, ich kann nicht mit denen saufen, dann haben die keinen Respekt mehr vor mir. So, das ist ein Punkt. Und dann aber eben auch so dieses potent, impotent, so eine Andeutung zu machen. Ne? Brando als erster Offizier, der da eben die Häuptlingstochter sich vornimmt und der Kapitän, der gar nicht vom Schiff geht. Der, seine Liebe ist das Schiff. Naja, Tatanz ist es auf jeden Fall nicht. Wenn du es jetzt schon angesprochen hast, die wahrscheinlich beste Tanzszene, die ich je in einem Film gesehen habe und sehen werde. Also hätte ich Trevor Howard nie zugesagt, dass er so ein Ding da hinlegt. Das, schon allein dafür hat sich der Eintritt heute gelohnt. White man can't dance oder so, ne? Ja, was ich mal erstaunlich fand, wo dann alle sich totgelacht haben und in die Besatzung sich selber gleich zur Raison ruft und alle gleich aufhören zu lachen nach dem ersten Mal. Ja. Weil hier dieses, oh Gott, nicht, dass du das siehst und alle anderen lachen und nee, wir müssen jetzt ernst gucken. Aber egal, wie bescheuert er da tanzt. Und bei dem Tanz habe ich dann wirklich überlegt, ist das jetzt Trevor Howard, der Schauspieler, der so gut es schafft, tatsächlich auch
nicht zu tanzen, nicht tanzen zu können, oder ist das Trevor Howard, der es wirklich nicht besser kann? diese Mischung, so wie Marlon Brando wahrscheinlich wirklich ein egoistisches Ekel und Lebemann so mit Etepetete gewesen ist, so hat das, ich glaube, die sind aber sehr gut besetzt worden. Also ja. Das passt. Nee, also diese Tanzszene, da finde ich, da zeigt sich schauspielerisches Können bis aufs Äußerste. Da gibt es keinen, also ganz ehrlich, ich bin kein guter Tänzer und als schlechter Tänzer würde ich das nicht so komisch hinkriegen. Es war einfach. Der hat gesessen, Max. Da bin ich völlig schmerzbefreit, was das angeht bei meinen Tanzkünsten. Aber das war eine Top-Szene, muss man sagen. Ja. Doch, hat Spaß gemacht. Also, wie gesagt, das sind eben das, was dann den Film auch wieder so stark macht. Die Tanzszene, dann wieder dieser kurze Dialog auf dem Schiff. Ich kann da nicht runtergehen, weder mich mit einer Frau vergnügen noch mit den Männern einsaufen. Das kann nicht sein, das wird nie passieren. Ich habe beim zweiten Hinschauen auch nochmal so ein bisschen geschaut, ob es vielleicht noch weitere Anspielungen gibt. Impotent könnte sein, homosexuell wäre auch möglich. Also da liegt so ein bisschen was in der Luft. Da liegt vor allem halt was in der Luft. Ja. Da ist Aggression, also da ist unglaublich viel angestauter Frust so. Und das entlädt sich halt in dieser extremen Aggression. Ja, wie passend, dass er ja sich so halbwegs geschützt vom Recht sieht. Und weil er hat ja nun auch hier die oberste Autorität. Aber eigentlich ist das so, das ist so Verbitterte. Ja, also davor hätte ich immer, also das sind so die Dinge, die mir immer Angst machen an solchen Apparaten wie Militär oder wann immer es solche Systeme gibt, die auf sehr starke Autorität aufbauen. Finde es übrigens sehr interessant, dass ja später bei einer Gerichtsverhandlung zwar schnell alles freigesprochen und alles in Ehre, aber trotzdem die Anmerkung, die musste dann wahrscheinlich trotzdem so fallen, aber okay ist das nicht, was sie da gemacht haben. Ja, also ich habe das so verstanden, ihm wird die Kapitänswürde entzogen, er ist höchstens noch als Offizier, er wird nicht nochmal ein Schiff fahren. So jetzt habe ich auch so verstanden, Ja gut, er wird kein Schiff fahren, aber weil vorher haben sie gesagt, also es ist jetzt nichts. Naja, wer keinen Edelmut und Dings in sich trägt, weil immer von überall kriegt sind. Aber also, der Knackpunkt ist erstmal, von Gesetzes wegen kommt er völlig frei davon. Ne? Alles, was da, diese ganze Barbarei und Unmenschlichkeit wird von den anderen da oben gedeckt. Ne? Das ist ein Fakt. So, und das Einzige, was sie eben sagen, naja, vielleicht müssen wir so ein bisschen hier den Sündenbock, du darfst da nicht mehr Kapitän sein. Punkt. Und was für ihn natürlich mit Sicherheit Riesen-Affront sein wird, und das bleibt ja dann auch ein bisschen unerzählt. Dann vorhin war ja auch seine erste Fahrt als Kapitän. Ja, das ist ja gleich am Anfang Punkt. Gescheitert. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte da irgendeinen Satz hinterherbringen, aber ist auch egal. Nee, ist völlig in Ordnung. Also, er wird eben vom Gesetz, ist das eben alles gedeckt, so dieses, ne, und was eben Marlon Brando auch sagt, selbst die Leute, die mit ihm gekommen sind bei der Meuterei, sind weiterhin nur von seinem Wort abhängig. Es ist scheißegal, ob die Wahrheit sagen, es ist kein gerechtes System, es ist korrupt. Zu einem gewissen Grade, ja, weil es eben, die Regeln existieren, aber sie können eben auch ein bisschen einfach mal ausgelegt werden. Und drüber hinweggesetzt werden. Obwohl er auch nachher sagt, er ist zuversichtlich, ne, dass ja die Gerichtsbarkeit in England sehr fair ist trotzdem. Und dass die englische Bevölkerung ein unbestechliches Gefühl für Gerechtigkeit hat, ist, glaube ich, sein Satz. Also nicht, dass die Rechtsprechung immer das sagt, was eigentlich Recht ist, sondern dass du, wenn du eben entsprechenden Stand hast und so, schon ungeschoren davon kommen kannst oder weitgehend ungeschoren. Und das ist ja hier eben auch der Fall, was da gezeigt wird. Tja, also Tahiti ist ein kurzer Paradiesmoment und dann geht es auf die grausige Rückfahrt. Und ich springe jetzt im Kopf immer schon noch weiter. Ne? Also ich meine, wir gehen ja davon aus, dass die Leute den Film schon gesehen haben. Ich finde ja so krass, dass dieses Gerechtigkeitsempfinden von der Figur von Marlon Brando, Herr Fletcher, ne? War hieß er? Ja. Fletcher Christian. Ja. Fletcher. Das war für mich, der Fletcher ist so der Nachname? Aha. Nee, ach egal. Fletcher, du kannst ihn nennen, wie du möchtest. Nein, Fletcher. Ja, Fletcher. Weil während all die Überlebenden der Meuterei sich dann eigentlich freuen, wenn sie am Ende irgendeine Insel gefunden haben, die auch auf irgendeiner nautischen Karte gar nicht richtig eingezeichnet ist. Ey, super, hier können wir den Rest unseres Lebens verbringen, haben uns auch ein paar Frauen mitgenommen, das passt schon. Das reicht dem Fletcher einfach nicht mal im Ansatz. Also weil, nee, ich will jetzt zurück
in mein Heimatland und ich möchte, dass wir dort sozusagen die Gerechtigkeit dann wirklich auch herbeiführen, also dass die Gerechtigkeit zu Recht wird. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach nur, als ich, wenn ich jetzt hier als Geflüchteter auf dieser Insel bin, dann bleibe ich ja trotzdem, also das ist ja wie ein Schuldeingeständnis. Ja. Das finde ich interessant. Verstecke mich doch. Ja, genau. Ja. Und das ist eben dieser Punkt, was ich meinte, ne? Dann geht es eben weiter. Wie macht man denn nach der Meuterei eigentlich viel weiter? Und Fletcher, der eben auch sein Erziehungsbild irgendwie hat, naja, es gibt Gerechtigkeit und daran glaube ich bis zum Schluss irgendwie, selbst wenn es eben so ein Barbaren und so ein, wie sagt er, sadistisches Tier oder sadistischer Hund, wenn er ihn zusammenschlägt, selbst wenn es die gibt, auch die kriegen am Ende ihre Strafe, die ihnen per Recht zusteht, so ungefähr. Ne? Also auch dieser, ich könnte hier im Paradies anscheinend eigentlich leben, aber nein, mein Ehrgefühl ist nochmal einen Tick höher. Ja. Und das ist ja das, was er ihn auch, welcher Mann könnte damit leben, wenn er ohne Ehre lebt oder irgendwie so, ne? Ist ja seine Aussage, der die zwingen will. Ja gut, und die anderen, die fühlen sich dann halt, die fühlen sich ja im Recht. Also ja. Die haben ja nicht dieses, die haben ja diesen Konflikt in dem Sinne nicht. Die, also ich sag mal, das ist, der auch auf der Insel nachher nur dieser Dreier-Trupp da gezeigt, die er nachher zu Offizier 1, 2 und 3 da gemacht hat. Ja. Und die sind ja letztendlich eh diejenigen, die schon durch dieser Türe sozusagen in den Tod versprochen gewesen wären. Für die ist das ja eine neue Chance und die lieben ja das. Für die war das ja das Paradies auf Tahiti und jetzt haben sie sozusagen eine Chance auf Revival und wollen jetzt sozusagen... Ja, die wollen gar nicht zurück. Die wollten ja von vornherein nicht zurück, schon bevor das alles so, bevor die Meuterei ausgebrochen ist. Für die ist das natürlich ideal. Und ich habe das ist auch das, was ich am Anfang noch, also wie ich was auch bei dir beim Film so und dir meinte, naja gut, jetzt wo sie die Insel gefunden haben, solange das Schiff noch fortsteht und da kommt ein Schiff dann vorbei, dann wissen die sofort, aha, die sind da. Dann müssten sie doch eigentlich das Schiff versenken. Wenn die jetzt eh sagen, die wollen ein Leben lang auf dieser Insel bleiben, müssten die doch dieses Schiff versenken. Na gut. Und das ist ja letztendlich die Logik. Meine Logik wurde ja von dem einen aufgegriffen. Aber das ist ja nun auch genau der Konflikt gegenübergestellt, den ihr ja gerade schon erläutert habt, mit Fletcher selbst. Ne? Also das haut ja in dem Sinne nicht ganz hin. Letztendlich hat sich ja die Gerechtigkeit nicht durchgesetzt. Ne? Das finde ich dieser Typ. Ja, der Preis, wenn ich einen Neuanfang starte oder selber eben meine Ordnung irgendwie aufbaue, welchen Preis, was kostet das eigentlich? Ne? So kostet das eben das Leben desjenigen, der sich, der dann endlich mal zur Tat geschritten ist und die Tyrannei beendet hat, den bringen wir letztlich auch um und unsere einzige Karte möglicherweise zurück in die zivilisierte Welt ist eigentlich auch weg mit dem Schiff, was ja verbrannt ist. Also das ist eben so dieses, was für mich das eben so sehr reizvoll macht, diesen Stoff, diese Fragen eben, ja. Jetzt haben wir eine neue, bessere Welt, aber was haben wir da eigentlich für Leichen im Keller, wenn mal irgendwie wir dann von unserer nächsten Generation gefragt werden, warum ist das denn hier so toll? Und naja, es ist überall so toll. Na, vielleicht nicht. Es gibt auch dunkle Seiten. Und es ist echt, finde ich, total mutig von diesem Film, dass der einen mit einem Finale, mit so einem, also so einem ganz intimen, tragischen Finale, das keins ist von zwei Männern, die was auskämpfen. Es ist nicht so, dass der Captain dann wieder zurückkehrt und die dann nochmal in einem Zweikampf das irgendwie klären. Der taucht gar nicht mehr auf. Also ich muss ehrlich sagen, ich war echt überrascht, dass er es überhaupt nach England geschafft hat. Das stimmt. Ich habe gedacht, das passte dann wiederum zu ihm. Weil das war süß. Ja, wenn der es jetzt nicht geschafft hätte, das hätte ich auch nicht geglaubt. Außer es wäre so ein Monstersturm gekommen. Aber ich meine nur, also wenn ich vorhin so meinte, das ist für mich so ein typischer Hollywood-Film, der auch so einen typischen, also ich habe vorhin gemeint, dass es so einen typischen Plot-Punkt gibt, so ne, mit diesen Bäumchen. So, es gibt ja dann doch eine sehr große Szene, wenn denn der Captain nach der Meuterei mit dem Boot losgeschickt wird, dann werden ihm noch die Bäumchen hinterhergeworfen. Und damit war es das mit diesem ich kriege das deutsche Wort nicht, also diesem Plot-Device, ne? Also dass es da etwas gibt, was immer so die Handlung so vorantreibt. Jetzt geht es um was ganz anderes. Oder jetzt geht es um das, worum es auch schon die ganze Zeit immer geht. Und das wird eben nicht mit Faustkampf oder Schwertkampf oder am besten noch zwei Schiffe, die sich duellieren oder so. Ja. Also ich meine, dass ich das erste Mal geguckt habe, dachte ich, sowas kommt jetzt bestimmt. Am Ende kommt er mit seinem anderen Schiff an und dann schießen die eine große Schlacht und dann am Ende tragisches Ende à la Shakespeare. Es ist ein Ende à la Shakespeare, aber eben keines, das noch eine, also die einzige Schlacht, die wir zum Schluss noch sehen, wenn die Bounty in Flammen aufgeht, ist einfach wirklich nochmal so die Schlacht um die einzelnen Ideale. Ne? Also das, was denn Marlon Brando halt unbedingt will, da riskiert er eben sein Leben oder ja, also verliert ja sein Leben letztlich auch dabei.
Das ist, also, ist doch harter Tobak, oder? Also ich meine, was so ein bisschen so sich so ankündigt wie so ein toller Abenteuerfilm, der im Trailer mit diesen schönen Tahiti-Mädels punktet und tollen Sturmszenen, endet fast schon, also ich denke an Apocalypse Now, wenn Marlon Brando da niederliegt, das Gesicht, man ahnt schon die schlimmen Verbrennungen, kann sie sich nur vorstellen im Kopf, man sieht sie nicht, aber so wie das, was da so am Gesicht schon zu sehen ist, und der liegt da und der könnte jetzt auch sagen, wow. Oh. Also das, was er zum Schluss bei Apocalypse Now sagt. Und da sagt er, ich weiß gar nicht. Ja, da sagt er dann doch eher so schwülstige Sachen, weil ich liebe dich. Mehr als ich sie gewusst hätte. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist halt, dass ich nicht mitbekommen. Also, das war auf er hätte gerne mehr Zeit gehabt. So. Das war auf jeden Fall ein Punkt, der für mich eigentlich so einen großen, was ausgemacht hat. Also dieses, also es wird auf jeden Fall zu der Meuterei kommen, aber wie macht der Film dann weiter? Wie löst sich das auf? Also ist dann dieses. Ja, erfüllen dann den Auftrag sozusagen und fahren mit ein paar Brotbäumen noch bis nach Jamaika und dann setzen sich irgendwo tatsächlich ab ins irgendwo ein unkartografiertes Land oder so. Oder gibt es eben das Wiedersehen mit den beiden? Und das ist auch der Punkt, was du eben sagst, ne? Nach die anderthalb Stunden bis zur Pause ist eben so diese Spannung drin und danach, sobald eben diese Meuterei ist, zerfasert ja auch ganz minimal die Handlung. Also wir haben plötzlich mehr als einen Handlungsort. Ja. Ne? Wir sind eben plötzlich mal kurz in England, dann wieder zurück zum Schiff, nochmal ein Zeitsprung. Ja, Zeitsprünge sind ja allgemein immer mal drin. Wo dann eben ganz kurz ist, oh ja, das Schiff schlingert ein wenig, um das jetzt mal in thematisch passend zu beschreiben, das ist da auch so, oh ja, jetzt muss er mal kurz gucken, wie er den Kurs weiter hält hier, wie es jetzt so weitergeht. Also, dass es irgendwie erzählt werden muss, fand ich richtig mit dem Gerichtsverfahren von Blythe, aber merkte so ein bisschen, oh ja, jetzt es stottert irgendwie so ein bisschen und er muss mal kurz gucken, wie wir das schnell noch erzählt kriegen, dass es nicht gleich in Flammen aufgeht alles. Also ich muss auch wirklich sagen, das so ein bisschen gibt es so diesen, es packt mich jetzt nicht mehr. Und dann gibt es diese letzte Einstellung, wenn, also so untersichtig, Marlon Brando ist gerade gestorben, seine Frau ist über ihm, hält seinen Kopf, sie weint und wir schwenken von ihrem Gesicht rüber wieder zum Wasser, wo gerade die Brände bauen, die singt. Ja. Und das hat natürlich nochmal so eine krasse Kinowucht. Also weil da singt jetzt eben nicht nur dieses Schiff, da singt eben das, die Vision, die Ideale von Marlon Brando, die sterben gerade genauso wie er auch. Sie haben gerade vorher noch festgestellt, dass die Barbarei von dem Captain sie alle, von den Blythes, sie alle erwischt hat. So. Sie hat, sagen sie, alle moralisch korrumpiert. Und es ist doch total tragisch. Gibt es hier irgendwas Positives zu berichten zum Schluss? Ja, also das ist ja auch der nächste Punkt. Ne? Es ist ein Ende, aber man hätte genauso gut irgendwie immer noch weiter erzählen können. Ne? So, nun sind die auf dieser Insel gefangen. Wie geht es jetzt auf der Insel weiter? Du, diese moralische Arsch. Ja, die Frau ist jetzt die Einzige, die ja noch alleine bleiben muss. Ja. Also sie kommen irgendwie anscheinend jetzt ja auch nicht mehr runter tatsächlich. Oder wenn, dann nur mit einer selbstgebauten Holzrunde da. Ja, aber ganz ehrlich, also ich meine, das klingt jetzt vielleicht naiv, wenn ich das so sage, ne? Aber ich meine, die Welt ist doch so groß. Und wenn die mit dem Ding, die ganze Welt, also wenn es ausgelegt ist, um die ganze Welt zu fahren, ne? Da kann es doch nicht so schwer sein, sich mal zu verstecken. Also, so viel muss jetzt naiv klingen. Ach, du, aber ehrlich gesagt, war das? Guck mal, der Punkt ist, du hast eben diese Route, auf der die gefahren sind, und dann gehst du davon aus, okay, was sie dann auch gesagt haben, als sie wieder auf Tahiti sind, naja, hier wird der Blythe zuerst nach uns gucken. Und dann wird er davon ausgehen, die werden nicht plötzlich bis ans andere Ende der Welt gefahren sein, die werden auch sagen, wir müssen mal. Ich kann nicht ewig auf dem Schiff sein, ich will mal eine Insel, und wird dann da irgendwie so in dem Umkreis anfangen zu suchen. Und so wie wir Blythe kennengelernt haben, wird er wirklich anscheinend im Kreis fahren und immer größeren Radius, bis er die Insel findet, die er haben wollte. Du hast schon recht, Kalli, es ist so ein bisschen aufgesetzt, so, wenn die da so diese Suche machen. Also ich bräuchte jetzt als Zuschauer, also während das jetzt vielleicht realistisch ist, was man so alles bedenken muss, hätte ich so als Zuschauer das auch viel schneller kaufen können, wenn sie sich halt irgendwo versteckt hätte. Man denkt halt schon, ne, da ist ja nach Namibia groß, ne? Oder so, da kommt er garantiert nicht drauf. Ja, also. Aber ich habe so das Gefühl, na, da wird jetzt halt so, das soll ja alles auf diesen Punkt hinauslaufen, dass also das eine ist die Flucht und das andere ist, nee, wir flüchten doch nicht vor dem, worum es doch uns eigentlich geht. So, ne? Also da sind halt die Ansichten so unterschiedlich, aber ich habe auch das Gefühl, da zerbröckelt das so ein bisschen, weil es dann nicht mehr so stringent ist. Ne? Mehr, es kommen ja mehr Zeitsprünge, wird so ein bisschen episodischer erzählt und ich weiß auch nicht, also vielleicht liegt es auch daran, dass das denn so, weil Marlon Brando so auch als Hauptfigur plötzlich so geschwächt ist, so, ich...
Also ich kenne jetzt leider keine anderen Verfilmungen. Ich wäre mal so neugierig, ob manchmal der Fokus woanders hingelegt wird. Ich finde zum Beispiel allein an der Figur, der auch das maßgeblich auch das Boot dann mit anzündet und am Anfang auch immer mitzählt, wie viele Leute schon gestorben sind. Also Richard Harris. Das ist Richard Harris, ja. Oder? Hm. Ja, doch, denke ich. Ja. Ja, ja. Ist Richard Harris bekannt irgendwie als alter Zauberer oder so? Ja, Dumbledore aus recht, ja. Harry Potter. Ehrlich? Das war der? Das war seine quasi mittlerweile Rolle. Genau, weil danach hat es auch jemand anders dann weitergespielt, der ist doch gestorben. Nach genau, dem Michael Tag. Gambin war dann. Genau. Achso, nee, ich wollte eigentlich von nicht fragen, aber jetzt hat mich doch die Frage auf der Seele gebrannt. Ja. Also für die Hörer, die noch nicht so in die älteren Filmgefilde vorgeschoben sind, kennen ihn vielleicht als Harry Potters Dumbledore-Zauberer. Aber wirklich auch nur im ersten Teil, oder? Ich glaube zwei. Die ersten beiden. Ah ja, achso. Gut, ja. Genau, diese Figur. Ja, ich meine, also das könnte interessant sein, an dieser Figur dran zu bleiben und über die Geschichte zu erzählen. Ne? Also dann könnte man. Aber allein schon den Erzähler zu wechseln oder den Erzähler wegzulassen. Ja. Ehrlich gesagt fand ich jetzt auch die Figur von dem Mills auch sehr spannend. Ich fand, der hat auch die größte Entwicklung durchgemacht und die größten, ich sag mal, Charakterentwicklung auch. Dieses am Anfang, dieses ach und ruhig und und ich bin jetzt gerecht und ich mache jetzt meine Arbeit ordentlich, dann kriege ich auch schleim mich ein. Ja. Mach die harte Arbeit am Hafen, dann bist du leicht am Schiff. Genau, und dann wird er gleich aufs Kreuz gelegt, dann kommt diese große Kehrtwende nach dem Motto, ja, das kann nicht sein, ihr müsst doch alle erkennen, was für ein Schwein das ist und und alle, du warst das Schwein. Ja, und hör doch mal auf mit. Ja, und so. du nervst, ne, bis du dann nachher das immer stärker wird. Ne? Die Mutter, pass mal auf, wenn wir jetzt, uns gefällt es so gut auf der Insel, dass wir uns alle spüren lassen. Und die Peitschenhiebe, die sind einfach in die Angst entwickelt, die ihn jetzt halt in diese Verzweiflung treibt und die dann versucht, die anderen das mitzuteilen. Er möchte unbedingt, oh Gott, seht ihr nicht, dass wir auf dieses große Unglück zulaufen? Ja. Er möchte das einfach nur rausbrüllen und keiner hört zu. Und keiner traut sich zumindest. Er bleibt aber wirklich die entscheidende Kraft auch. Also, weil wenn der so nach, also man sieht ja mehrfach mal Brando richtig angestrengt dabei zu sein, das irgendwie zu ignorieren oder zu akzeptieren. Ja. Ne? Und der lässt halt nicht locker. Kleine Wadenbeißer. Naja gut, er hat ja auch gesagt, er sieht in ihm die Chance. Ja. Ne? Er hat gesehen, er ist nicht die Einzigen, die von dem Captain angenervt sind, wo noch die anderen sagen, die auch in der Zelle sitzen, die werden nichts machen. Ja, ich rede nicht von der Besatzung. Ich meine, das macht natürlich auch den Botaniker zu einem gewissen Grad wieder interessant, weil der so ein bisschen außerhalb dieses Gefüges steht und dann eben dem Kapitän auch immer sagen kann, Sie können doch ihr Wasser aus Dings trinken. Nee, denn ich muss ja mir noch selbst in die Augen schauen können. So ungefähr. Fand ich aber auch sehr gut. Ja, ja. Ich finde die Figur eigentlich spannend. Es ist ja sehr interessant, was bei dieser ersten Auspeitschszene passiert. Er ist nämlich der Einzige, der sich wegdreht und dann von der Mannschaft gesagt bekommt, du Alter, du drehst dich nicht um, ist verboten. Ne? Das gehört nämlich zu diesem ganzen autoritären Scheiß dazu. Aber dann verschwindet der gefühlt für eine halbe Stunde aus der Handlung, weißt du? Ja. Und das ist eigentlich, also wenn der, gerade weil er auch der Erzähler sein darf, ist das eigentlich ein bisschen schade so. Ne? Und dadurch ist es eher ein bisschen komisch und deswegen denke ich gerade, ich würde ja fast eine Wette abschließen, dass wenn es eine Romanvorlage gibt, dass das eher aus der Perspektive von dem erzählt ist. Also wenn ich, weil es wird am Ende so gesagt, so, na, wenn noch am Ende einer lebt, der diese Geschichte erzählen kann, dann war dein Leben nicht umsonst. Die Welt wird davon erfahren. Ja, ja. Und das ist ja eigentlich wirklich so, das wäre so die Perspektive, glaube ich, für die Geschichte, die wäre interessant. So. Das ist, glaube ich, eine, die einem im Roman, wenn man das so durchleidet, so über viele Tage, würde einem noch so ein bisschen so diesen Funken Hoffnung irgendwie geben. Ne? Aber ich finde es halt interessant, dass der Film das nicht so einfach macht. Also, weil der Satz kommt zwar, aber dann. Ja, weiß ich auch. Also, kann ich dir jetzt auch nicht beihelfen. Nee, ich auch nur überhaupt. Na dann nicht. Nee, weil was ich dann so gerade noch sagen wollte, ist, dadurch, dass er der Gärtner des Königspalastes ist und jetzt sozusagen diese botanische. Diese botanische Aufgabe hat, also ist ja sozusagen der Ehrengast auf dem Schiff, weil wir ohne ihn sind alle aufgeschmissen, weil keiner einen grünen Daumen hat und keine Ahnung hat, wonach sie suchen müssen. Das heißt, er muss wirklich ordentlich behandelt werden. Auch behandeln sie ihn gut, das wird ja gleich vom Kapitän gesagt hier zu Marlon Brando. Und das ist der wichtigste Mann auf dem Schiff. Das ist der wichtigste Mann auf dem Schiff, genau. Aber. Er gehört ja gar nicht zur Marine. Also er ist ja der Gärtner. Er muss sich ja gar nicht wegdrehen. Er muss ja gar nicht hingucken, wenn er ausgepeitscht wird, der Mills. Er steht diesen Regeln ja gar nicht. Er ist ja eigentlich
Naja, erhoben oder... Ja, er steht ein bisschen außerhalb eigentlich, diese ganzen Geschichte, was, ja, was ich eben meinte. Ne? Deswegen kann er dem Kapitän das ja auch so relativ direkt sagen, ohne Konsequenzen oder eine Bestrafung fürchten zu müssen. Ja, aber das war doch seine Rolle, auch, weil er es auch tatsächlich tut. Ja, ne? Und er wirklich, ich meine, da könnte sonst was passieren. Ja, gerade nachher, wenn die Blumen denn da sind und so und er jetzt gesagt hat, oh, die brauchen halt mehr Wasser, dann könnte der Kapitän ja auch sagen, ach, über Bord mit dem. Dann ist er ja nicht mehr notwendig. Ja. Das, weißt du, was ich meine? Ich meine, das könnte man wahrscheinlich auch so ein bisschen hinreden. Naja, das ist halt drehbuchtechnisch, den Bus man drin haben, um ja, das ist schade Dings, weil ja. Du kannst ja auch sagen, also hier sind die Bilder von der Pflanze, da müsst ihr hinfahren, so und so klebt man das aus, ich zeige euch das einmal, wir nehmen doch keinen Botaniker mit, das ist unnötiger Ballast auf dem Schiff. Aber wir haben doch die Schlafzeit, die so. Ruhezeit. Ja, aber selbst das ist ja alles, das können die ja aufschreiben und was er sagt, der Kapitän hat mich jedes Mal gefragt und ich konnte ihm jedes Mal sagen, ich weiß es auch nicht genau, wir wissen es einfach nicht mit diesen Ruhezeiten. Du kannst alles sagen, schreib mir das in ein Buch, zeig es mir einmal an Land kurz hier, so ein Gartenumgaben, zwei von der Mannschaft und dann ist das gut. Das ist auch unnötiger Ballast, noch eine zusätzliche Person mitzunehmen auf dem Schiff. Das ist das Einzige, was vielleicht nicht so durchkommt, dass es auch Skorbut gab. Aber sonst wird ja wirklich jedes, dass den Leuten da die Zähne ausfallen und das was. Aber sonst ist das natürlich, wenn sie dann eben das Wasser rationiert kriegen, dass die anfangen, mehr Wasser zu trinken, wo ja immer dieses, die erste Reaktion ist so, wie kein Wasser, ihr habt doch um euch rum unendlich Wasser. Und dann, ja nee, das ist Salzwasser. Und wenn du Salzwasser trinkst, dann trocknest du irgendwann aus und drehst durch. Und das hilft leider nicht. Das finde ich übrigens, macht der Film sehr gut, dass so bestimmte Dinge, die man ja auch mal so wissen oder verstehen muss, wie so dass so auf dem Schiff funktioniert, was es bedeutet, auf dem Meer zu sein, dass wir das einfach ständig immer erleben. Also auch, wie so die Hierarchien sind und wie so ein Schiff gesteuert wird und so. Das passiert alles sehr selbstverständlich und man kann sich dabei so reinfühlen. Dafür ist genug Raum in dem Film. Ich will auch zum Abschluss auch nochmal unbedingt abschwärmen über diese großartigen Massenszenen. Also wenn das erste Mal in Tahiti ankommt, wie diese Unmengen von Booten und Leuten ins Wasser gehen und ich hab die Angst gekriegt, wenn ich auf dem Schiff gewesen wäre. Das ist ja. Ich finde es sogar kurz bedrohlich. Also eigentlich ist es, ich finde es überhaupt eine sehr spannende Szene, weil die werden dann erstmal so alle umzingelt, dann kommen sie an Land und dann gibt es dieses Prozedere, ne? Dass so die große Menschenmenge wartet eigentlich, was sagt jetzt unser Herrscher zu diesen Ankömmlingen. Und vor allen Dingen sind wir ja geeicht. Blythe hat dem Adjutanten gesagt, so, die sechs Männer werden bewaffnet, wenn irgendjemand Richtung Schiff kommt, wird rücksichtslos von der Waffe Gebrauch gemacht. Also ganz klare Ansage. Ne? Ist übrigens auch sehr nah dran an dem Moment in Apocalypse Now, fällt mir gerade ein, wenn Martin Sheen zum ersten Mal da ankommt bei Kurtz' Lager, wo ja auch diese ganzen Native People dort ankommen und auch so eine komische Atmosphäre da ist. Also, die ja sowieso. Ja, wie entwickelt sich das jetzt? Schlägt es nach da oder nach da aus, genau? Ich glaube, Coppola hatte, wir müssen das mal überprüfen. Ich glaube, Coppola hat die Bounty öfter mal geguckt. Ich finde es jetzt gerade gar nicht so zufällig, wie das Gesicht aussieht bei der Bounty zum Schluss von Marlon Brando und wie es in Apocalypse Now ist. Ich meine, dieser schwarze Schmutz im Gesicht. Aber das hat ja wohl damit zu tun, dass Marlon schon ein bisschen zugelegt hatte und deswegen so nicht unbedingt so gefilmt werden soll von dem Ganzkörper. Ständig wollen die Leute immer diese Legenden raushauen, dass der so ein Arschloch war. Das erzählt man ja über den Film ja auch. Ne? Du kannst ja mal kurz die Anekdote noch reinbringen. Ursprünglich hat ja ein anderer Regisseur angefangen. Der Carol Reed war wohl auch mal ein bisschen mit beim Dreh und der hat wohl nach ein, zwei Tagen gesagt, das dreht den Film gerne, aber ohne mich mit Marlon Brando, das ist mir zu viel, so ungefähr. Und Marlon Brando hat wohl auch ein, zwei Szenen selbst Regie geführt oder soll Regie geführt haben. Würde mich nicht. Also ich finde, der Film hat Momente, in denen Marlon Brando so viel Raum hat und das so originell auf mich wirkt, was er da spielt. Also die Einfälle, dieses, wenn er den Captain noch so lange herausfordert, es jetzt wirklich zu sagen, geh hin und schlafe mit dieser Frau. Der Stammeschef will es so. Ist es ein Auftrag? Darf ich es ins Logbuch schreiben? Das ist einfach zu toll. Aber es ist auch wirklich großartig. Weil so viel Anspannung in diesem Film ist, ist wirklich so ein, man kann mal so einmal. Und dann finde ich zum Beispiel auch wieder geil die eine Szene, wenn er eben seine drei neuen Offiziere sich ranruft und wenn dann sein Gesicht mal halb verdeckt ist, so von der Leiter oder ich weiß gar nicht, was das ist, dieses Holzding, wo ich dachte, wir haben die ganze Zeit, sehen wir ihn immer toll in Szene gesetzt und sonst wie und jetzt auf einmal ist er nur halb das Gesicht zu sehen. Was ist da auf einmal passiert? Also was irgendwie auch so zu der Geschichte ja passt, weil jetzt fällt er nämlich auch auseinander und wird dann auch so dieser Typ, der sich komplett in das Schiff zurückzieht, komplett auch in sich halt geht und niemand mehr an sich ranlässt, die Tür bleibt immer zu. Habt ihr das Gefühl, dass außerhalb dieser Tür denn Anarchie herrscht? Oder wie legt sich das System denn hin? Also es ist auf jeden Fall erstmal eine große Freude. Aber Marlon Brando ist eben schon den Schritt weiter. Ja, wie geht's denn nur weiter? Ne? Natürlich freuen wir uns jetzt. Ja, ich rede jetzt nicht von ihm. Ich rede jetzt wirklich von der Besatzung. Ich glaube, also die werden auch trotz allem genug Erfahrung haben zu wissen, um das Schiff zu steuern, müssen wir schon irgendwie weiter arbeiten und können nicht einfach hier Luschi-Muschi machen und keiner macht mehr was. Dann geht das auch gegen Baum. Aber
brauchst wahrscheinlich eben auch jemanden, der ganz klar Anweisungen gibt, eben trotz allem. Ne? Also irgendeiner muss es ja dann doch wieder. Ja, aber habt ihr jetzt den Eindruck gehabt, jetzt nachdem die Zumeuterei-Übernahme war und er sich ein bisschen gefasst, also jetzt mal Brenda sich ein bisschen gefasst hatte, dass auch diese, dass die auch so einen Respekt weiterhin vor ihm hatten wie am Anfang? Oder würdet ihr sagen, dass der Respekt tatsächlich nachgelassen hat? Ich finde, das hat die Tahiti-Sequenz versucht, nochmal kurz klarzumachen, wenn sie dann sagen, hier, wir können auch hier bleiben. Nee, Fletcher hat gesagt, das geht nicht. Und wenn er das sagt, dann würde er sich schon Gedanken gemacht haben. Also wenn man so dieser Denkprozess einsetzt, na, irgendwas wird schon daran sein. Und na, die sind auf jeden Fall alle gerade total besoffen von dem scheinbaren Sieg und jetzt ist alles gut so. Ne? Und die treffen einfach auf jemanden, der, ey Leute, nee, ist gar nicht so einfach, wie ihr gerade denkt. Und das würde wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann dazu führen, dass dann auch die nicht mehr mitziehen. So, ne? Und also, was ja auch sichtbar wird, dass sie eigentlich davon ausgehen, der kommt jetzt eigentlich in die gleiche beschissene Rolle wie der andere Captain. Und deswegen lassen sie lieber das Boot anzünden, als dass wir wirklich mal nochmal darüber in Diskussion oder ins Sprechen kommen. Ne? Also insofern liegt das schon in der Luft. Dass das, also man kann fast gar nicht dem ausweichen. Also das ist, glaube ich, das, was gemeint wird, wenn sie sagen, na, Bleis hat, also der Captain, der hat uns sein Brandzeichen aufgedrückt. Mhm. Also so sind wir groß geworden, so sind wir erzogen worden. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und vor allem, das ist der Mikrokosmos, den wir akzeptieren, der auf so einem Schiff zum Beispiel existiert. Und das ist dann schon fast zwangsläufig. Und eigentlich ist es Marlon Brando, der auf eine sehr intellektuelle Art versucht, nee, wir können daran rütteln, wir können das verändern. Und eigentlich sozusagen, egal in welche Richtung er schaut, daran scheitert. Ne? Also auch an denen, mit denen er ja das eigentlich schon ein Stück weit bewegt hat, sie fallen ihm jetzt nicht in den Rücken, sie meinen es auch nur gut, aber machen damit nichts gut. So, ne? Also es ist fast unmöglich, da rauszukommen. Ja, eine gewisse Tragik schickt dann. Das ist ganz schön, finde ich, das ist ein ganz schönes Brett so. Also. ist dafür, eine Großproduktion, die kein Happy End hat. Ja, und dafür, dass der Film so wie hier heute 14 Uhr am Sonntag gezeigt wird, so läuft er oft auch im Fernsehen so. Also die armen Kinder, die da für sich depressive Material rein. Ja, ich habe gerade überlegt, ist der eigentlich ab 12 oder ab 16? Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich würde den auf jeden Fall ab 16 freigeben, weil er hat also total mindestens die erste Stunde gespielt. Nach der Auspeitschung habe ich gedacht, das müssen jetzt nicht unbedingt. Und das ist ja nicht die einzige. Also am härtesten ist natürlich Kiel holen und Tod durch den Hai. Oder was? Ja, weil da wieder so viel im Kopf passiert, weil das eine unglaublich grausige Idee ist, wie man wieder ganz viele Menschen in die Exekution eines Einzelnen involviert. Ne? So ist es ja keiner so richtig gewesen. Und Ich fand vom Bildlichen her war schon das Auspeitschen am schlimmsten. Ja. In Abstand. Ja, also Kiel holen, das ist bei mir, sobald ich da den unter Wasser sehe, wie er halt mit Tau festgekettet ist und nicht von selbst da irgendwie groß was machen kann. Das ist bei mir so wieder auch wie auf dem Schiff da eben diese völlige Hilflosigkeit, wenn was passiert. Und da kriegst du da kannst du wirklich nur hoffen, dass deine Kameraden schnell gesucht sind oder was, bevor du da eben ersäufst jämmerlich. Und dann kommt da auch noch so ein Hai und frisst dich weg. Ja, wieso? Jetzt bin ich irritiert. Was ist denn jetzt Kiel holen? Ich dachte, die ziehen einmal bis ans andere Ende und wenn er Glück hat, dann lebt er halt noch. Aber es ist eben. Ach so, ich habe gesagt, das ist von vornherein ertränken gemeint. Also deswegen ist irgendwie ist auch allen klar, dass das wohl passiert, aber er könnte ja theoretisch jetzt überleben. Also hat ja keiner gewusst, dass unten eine Haie ihn wegknuspern dann. Naja. Dann kann auch das Haie weggeworfen werden. Na, Entschuldigung, das ist ja wirklich schlimm. Das ist ja wirklich schlimm. Ja. Nee, den verstehe ich. Dann möchte ich da gar nicht mehr drüber reden. Ich finde das übrigens auch ein interessantes Puzzlestück zu Leuchtfeuer, dann wieder zum Thema Menschlichkeit, ne? So eine abgeschlossene Gesellschaft. Man hat so reingeworfen, weil ihr vielleicht noch nicht alle unsere Folgen gehört habt. Aber dann hört euch Folge 70 an. Auch ein sehr packendes Drama. Ja. Ja, was ich auf jeden Fall schön spannend war, nochmal einen Bogen zur Gerichtsverhandlung zum Schluss zu ziehen. Ja. Abgesehen davon, dass hervorgehoben wurde, dass durch die Blume gesagt wurde, dass wie er es gemacht hat, nicht geht. Dass auch nochmal hervorgehoben wurde, dass alle die Leute, die auf der Bounty eine Meuterei angezettelt haben, ja einfach erfahrene Seeleute sind, bei denen es immer funktioniert hat. Ja, und ja, so ausgerechnet bei ihm auf einmal, dass die gemeutert haben. Bedenklich, aber das ist ja natürlich auch offen. Und das fand ich halt auch sehr interessant, gerade weil wir ja gerade über den Konflikt geredet haben, ja nach dem bösen Kapitän, wie soll man da weiter reagieren? Gerade muss man ja mal nachdenken, wie die am Anfang gewirkt haben. Da wirkten die alle recht unbekümmert, auch recht zufrieden mit ihrer Rolle. Und wer weiß, wie die Überfahrten davor waren. Das hat alles geklappt und war gut. Das ist eigentlich auch ein interessanter Punkt. Was haben die vorher für Erlebnisse gemacht? Waren das dann immer nette Streichelkapitäne? Wahrscheinlich ja auch nicht. Ne? Ja, du kannst aber ja einen strengen Kapitän haben. Es ging ja eher um diese Tortur.
Ja. Ne, diese Tortur. Ne? Also wenn er jetzt streng gewesen wäre, einfach nur streng gewesen wäre, dann meckert man über den, ist hier mit den Chefs und dann ist halt gut. Und aber das war ja schon teilweise hier mit den Kranken, die konnten das Wasser nicht von oben runterholen oder solche Sachen. Das war ja schon wirklich auf Auslese angelegt. Das war aber, ja der Punkt. Genau, aber die Älteren unter den Matrosen können halt zeigen, wie er hier da schon Finger weg ist und er meint, ich bin gut weggekommen, weil wir mussten andere Leute da abschneiden. Auch das ist ja wieder so ein geiles Spannungsaufbau, so ist einfach nur von dieser Erzählung. Also Leute, da sind wir gestorben, ein paar waren festgefroren an der Schiffswand und die mussten wir halt rauspicken dann hinterher irgendwie wieder und das ganze wochenlang da nur im Sturm stehen. Nee, war eine interessante Reise und genau da fahren wir jetzt hin. Ja. Und jeder weiß, wie bitte, Himmelfahrtskommando, warum machen wir das? Der eigentliche Plan ist doch so. Ja. Kurs Süd-Südwest. Na gut, aber gerade das zeigt doch jetzt wieder, dass gerade diese Matrosen, diese erfahrenen Matrosen, wo die im Gericht drüber geredet hat, dass sie schon einiges mitgemacht haben und dass sie nicht so schnell was aus der Ruhe bringen konnten und trotzdem noch bereit sind, wieder auf ein Boot zu steigen. Und trotzdem sind sie an diesem Kapitän gescheitert. Das finde ich, wenn man das nochmal so, das sieht man ja in solchen Momenten, das finde ich schon stark. Um zu zeigen, was war es tatsächlich mit Tattoo. Gerade wenn man mal belegt, was er sozusagen für Bestrafung eingeführt hat und bei welchem Zeitraum will oder auch reden. Da kannst du ja schon Menschen brechen oder mehrere Menschen. Und das hat ja auch, ist ja dementsprechend auch passiert. Ne? Ja, ich glaube, so lief das damals. Das war die Grundüberzeugung jeder Autoritätsperson, brechen die Leute. Also ja, die Frage wäre, wie oder wo läuft das heute anders? Interessant ist ja, das einmal ganz relativ früh erklärt er doch, der Captain einmal, also was treibt denn die Leute im krassen Eissturm nach oben? So. Ja. Angst. Für ihn ist das eine ganz klare Antwort. So. Und da sind wir, glaube ich, gerade so in der Gegenwart so ein bisschen dabei, dass vielleicht Liebe statt Angst, aber gar keine Frage. Ne? Also Angst war, ist ein ganz bewährtes Stück. Das hat damals, hast du auch für die Weltkriege gebraucht. Du brauchtest eine komplette Jugend voller Angst, damit du die in diese unglaublichen Kriege schicken konntest. Und sie hätten das nie gemacht. Die mussten alle, wir sind ja in rauen Mengen da weggestorben. Das wussten die Leute auch, dass das passiert. Aber wenn du richtig viel Angst hast, dann treibt dich das dahin. So, ne? Ich meine, das ist dann auch wieder auch so ein schönes Gegenbild, so von wegen, wenn die sagen, ja, das sind die Wilden. Und hier den Zivilisation beizubringen, ne, um dann zu sehen, ja, was ist denn eigentlich Zivilisation? Ja. Das haben wir gerade auf der Reise gesehen. Auspeitschen, Kiel holen. Ja. Hast du nicht gesehen. Das ist eigentlich so aus heutiger Sicht so ein bisschen schade, dass das so Tahiti so Stereotypen sind, die da so abgefrühstückt werden. Es könnte eigentlich noch viel interessanter sein, genau, was für eine Kultur haben die da eigentlich miteinander zu leben? Ne? Warum sieht das da recht friedlich aus und wie machen die das? Ja, weil der Häuptling immer lacht. Ja. Nee, es ist schon, also das geht da vor allem um die ganzen hübschen Frauen, die da im Wasser planschen. Sag mal, vielleicht zum Abschluss, wir haben ja heute an einer interessanten Location geschaut, ein ganz altes Kino umgebaut zu einem Theater und ab und zu ist es jetzt auch noch ein Kino. Ihr werdet das zweite Mal hier, ne? Ja, das zweite Mal. Ja, genau. Also ein riesengroßer, monströser Projektor steht dort hinter dem Zuschauerraum mit einem monströsen, sieht wirklich aus wie eine Waffe eigentlich. Ja, so eine Kanone, ja, genau. Direkt vom Schiff geholt. Und da sind sozusagen zwischen den, das sind mehrere Akte, die so jeweils 12 Minuten dauern, sind so zusammengeklebt, aber mehr als 3 gingen, glaube ich, nicht drauf. So gab es zwischendurch auch einen Moment schon schwarz und Stille, bis das dann wieder losging und aber ich muss auch sagen, super durchgeflutscht. Also es kann ja auch dabei beim Einlegen auch mal was schief gehen und so. Einmal stimmte der Bildstrich für ein paar Sekunden nicht und wurde nachkorrigiert. Ja, ja. So. Also ich als ehemaliger Vorführer bin da manchmal ein bisschen aufgeregt. So, na, klappt das alles so? Aber nö, ich war damit sehr glücklich, außer dass ich musste als einziger irgendwie im Saal, musste ich so dicht wie nur irgendwie möglich an die Leinwand ran. Ich konnte das nicht ertragen, da so weit wegzusitzen. Aber nee, also kann man, ja. Ich finde es schön, dass es das noch gibt, die Möglichkeit, auch wenn es vielleicht eben nicht genauso ist wie damals, weil die Kopie eben schon ultra wahrscheinlich war es damals oft auch immer genauso, weil nicht bei der Premiere nicht. Ich meine, das Abgenudelte nochmal halb dings, aber dass es eben so schade so ein bisschen rotstichig ist. Ja. Also ein bisschen rotstichig ist. Es ist rotstichig. Es ist rot. Wir haben die Sepia-Version gesehen. Das ist das Einzige, aber so. Naja, Geier von Alaska war schlimmer. Also ja, das war richtig rot. Roter Schnee ohne Ende. Ja. Ach so, da gab es nur rot. Ja. Aber nee, grundsätzlich finde ich das total cool, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, also da gerne. Sonst wären wir ja auch nicht auf den Sonntag hierher gefahren. Nee. Ja, ich finde, Tommy Geisler hat sich da was Schönes aufgebaut und ist wirklich so für einen schönen entspannten Nachmittag mit dem ganzen Drumherum. Ist eigentlich eine sehr schöne Location.
Und ich finde es halt auch sehr schön mit der Tonspur, wenn die so ein bisschen rauscht und das und auch mit diesen verpixelten, denn nachher das, ach, ich hatte eine gewisse Gemütlichkeit, die aus nostalgischen Gründen eigentlich wieder so einfängt. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Also da habe ich da, also von der Rotstich, wie gesagt, ich hatte teilweise das Gefühl, dass er sich ein bisschen gelegt hatte im Laufe des Films. Oder ich, beziehungsweise ich mir einfach schön geguckt hatte und es hat mich persönlich nicht gestört. Also das fand ich okay. Also zwei, drei Sachen, die ich noch hatte, war eben einmal, dass ich bei Trevor Howard eben noch das Gesicht aus Der dritte Mann vor Augen hatte, wo er mit deutlich glatterem Gesicht und nicht mit so einem buschigen Augenbrauen rumläuft. Also hier war der irgendwie so aufgequollen, knollig, das Gesicht und so einen dicken Augenbrauen gehabt. Und ich hatte bei Void auf Deutsch geguckt haben, habe ich ja vorher ausnahmsweise mal kurz in die Synchronsprecherliste geguckt und der Sprecher von Marlon Brando, ich habe die Namen direkt alle wieder vergessen, ist ja auch unter anderem Sean Connery Sprecher gewesen. Und ich stelle mir das interessant vor, wenn du Dr. No, ist ja glaube ich auch aus der Zeit, und dann eben Bounty da gucken. Also es sind schöne Sprecherstimmen, auf jeden Fall. Ja. Aber er würde mich auf jeden Fall mal im Original reizen trotzdem. Ja. Genau, also ich bin da nach wie vor, glaube ich, extrem kämpferisch und will das eigentlich nicht mehr. Aber ich habe das heute genießen können, die deutsche Synchronfassung. Also, aber ja, heute das unbedingt. Der hirnverbrannte Idiot. Ja, genau. Es gab einfach wirklich zwei, drei Stellen, wo die Deutschen wieder noch was reingehauen haben, weil Marlon Brando sich gerade von der Kamera abwendet und dann sieht man ja nicht, dass er eigentlich nicht mehr redet und dann haben noch zwei, drei Sprüche reingehauen. Das hat mich schon ein bisschen geärgert. Aber das kenne ich gar nicht anders. Und diese, da wo wir viel gelacht haben, das ist auch im Original großartig. Ja. Also die Tanzszene ist ja auch nicht, die brauchst du auch nicht. Das ist doch toll, oder? Also das finde ich noch viel interessanter, wenn die dann sich in ihrem Originalton die auf Tahiti unterhalten, dann hast du gleich gemerkt, ah, das ist die Originaltonspur gerade hier, oder der Originalton. Switch dann auch kurz. Also das ist übrigens eins von den Sachen, immer die schade ist, dass wenn ja wirklich oft dann viele Originalgeräusche auch nochmal nachgemacht für die deutsche Synchronisation. Und deswegen geht manchmal wirklich ein bisschen Atmosphäre flöten. Aber das, wenn ich das vorher weiß, dass sowas passiert, dann bin ich da mal ganz relaxed. Ich erschrecke mich nur, wenn ich manchmal wirklich noch eine DVD in der Hand habe und ich kann nicht switchen oder ich habe noch so eine alte Videokassette im Schrank oder so. Das geht nicht mehr. Das geht. Also was ich ganz toll fand, war als bei dem, naja, also nach dem ersten Mal Auspeitschen, wo dann hier die vier Hochrangigen zusammen beim Essen sitzen und dann hast du dieses Knacken des Schiffs im Hintergrund ganz toll gehabt, dieses Krrr. Ja, ich meine, da fühlte ich mich ja schon wieder in dieses, oh Gott. Was, ja, gerade auch, wenn sie das Fass wieder einholen wollen da quasi. Ja, also das fand ich auch stark. Ja, ne, okay, aber ich meine jetzt so von der Akustik her, das war, ich fühlte teilweise, ich bin ja so ein Mensch, ich verschwinde hier komplett in Film, Serie, Buch, je nachdem, was du mir vorsetzt. Wenn ich das gucke, dann bin ich auch richtig drin. Und ich hatte echt das in diesem Moment das Gefühl gehabt, dieses guck mal, ich bin auf dem Wasser. Und da ich schon an diese innere Panik bei mir wieder gekriegt, weil ich jetzt so eine Bambüchs bin, hat mich so wirklich das war so die Szene, wo ich gemerkt habe, ich bin drin. Ich bin richtig reingesaugt. Weil du gerade das tut mal so schön so visuell so machst, weil du immer so vor und zurück gehst. Die Kamera hat das die ganze Zeit ganz subtil gemacht. Immer in den Innenräumen ist die auf irgendwas drauf gewesen, sodass sie immer leicht hoch und runter, sodass man ständig das Gefühl hatte, das Boot ist in Bewegung. Und das finde ich auch einen beeindruckenden Effekt, weil ihr könnt euch sicher sein, wenn der Projektor sehr beeindruckend aussah, eine ähnlich krasse Konstruktion hatten die damals als Kamera, weil die in diesem Ultra Panavision 70mm aufgenommen haben. Das, wenn da sich dann mal so ein bisschen was subtil bewegt, heißt das, da fünf Männer bewegen irgendwelche krassen Minikräne oder so. Also ich finde den auch technisch total beeindruckend, aber durchaus der Tatsache geschuldet, dass wir hier draußen sitzen und demnächst auch hier irgendwo festfrieren. Müssen wir es ein kleines bisschen kompakter halten? Als jetzt aber ganz kurz, weil du jetzt auch nochmal das mit dem Knacken angesprochen hast, beim Essen, dass der Kadett eben einmal sagt, er hat keinen Hunger, weil eben so ein Scheiß passiert ist und dann, ich habe eigentlich Durst, aber wenn ich dich sehe, kann ich auch nichts trinken. Ne? Also auch das ist nochmal so zweimal vorkommt und eben aufgegriffen wird, wie sich dann die Figuren quasi spiegeln oder was ist denn eben doch bei beiden dieser Ekel irgendwie hervorgerufen wird. Wegen ihrer. Ich fand es auch schön, wie er dann so meinte, nee, da essen sie, es ist keine Verschwendung. Genau, das dreht sich ja nachher komplett um mit dem Wasser nachher. Ja. Und ich finde es auch schön, dass er, also was ist schön, das ist das falsche Wort, aber dass er den Käse erstmal ganz entspannter isst, am Dienstag gegangen ist. Ne? Auch dieses, naja, der Käse, hat er nicht einen komischen Beigeschmack? So dieses kleine, wo ich dachte, Naja, also das ist eigentlich an dieser Stelle ist eigentlich der Beweis dafür, dass es wirklich passiert ist. Also das sind sehr viele kleine Sachen. Also gerade was du jetzt sagst mit dem Umdrehen, nicht Verschwendung und dann aber hinten raus gerade das Wasser zu verschwenden. Aber es ist ja eben keine Verschwendung, weil es der Aufgabe dient. Aber das ist krass, ja, stimmt. Das ist auch so ein Punkt. Das ist wirklich eine tolle Szene. Jetzt fangt ihr nochmal wieder voll rein. Ja, gut, dann muss das. Nee, aber das ist eine großartige Szene, wenn die vier, also das ist ja nach dem Auspeitschen. Genau. Und dann sitzen die da, der Adjutant kann gar nicht essen, der möchte sich am liebsten übergeben.
Das ist ja hier wie Totenkleberstimmung und dann der andere, der irgendeine Floskel bringt, ach komm, hör auf. ganz toll menschliche Kommunikation eingefangen, ja. Und ein totaler Kinomoment. Das geht halt im Theater nicht, weil es so, wir sind so dicht dran an denen und so. Genau, und dabei ist auch ganz leicht immer so diese Bewegung. Ach guck mal, ist das Glockenspiel hier eigentlich alle 10 Minuten? Ich würde behaupten, jetzt kaffe ich eine volle Stunde. Aber ich wollte gerade sagen. Naja, aber wir haben es jetzt sowas wie. Aber es kommt mal öfter mal hier, mal kurz. Wahrscheinlich Viertel, halb, drei Viertel. So. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. So ist jetzt erstmal aufgefallen. Nee, das letzte Mal ist mir das aufgefallen, als wir angefangen haben. Ja. Das war ausgeblendet. Ich würde mal abschließend kurz zum Bootsmann kommen wollen. Dem loyalen Charakter, also dem Originalbootsmann. Der vierte am Tisch, der die Anekdote da bringt. Also, Fryer war das. Fryer, genau. Also ich fand, den am Anfang, also der wurde jetzt nicht groß beleuchtet, der Charakter, aber ich fand, wenn er wirkte halt sehr sympathisch, auch sehr akkurat und auch sehr gut und professionell. Und ich fand es auch, ich war auch überrascht, also der wirkte trotzdem auch menschlich. Aber trotzdem hat er auch immer alle Befehle immer gleich ausgeführt, die der Kapitän gegeben hat. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich zum Beispiel ein Scheidewegscharakter, wo ich dachte, geht der oder bleibt der, als die Meuterei war. Das stimmt. Ich habe mir gewünscht, dass der bleibt. Ja, das habe ich mir auch gewünscht, dass der bleibt. Ich war auch enttäuscht. Ja. Gut, dass du den nochmal ansprichst. Ja, das ist eine sehr interessante Figur, Und ich fand es auch schön, als die dann sozusagen auf dem kleinen Boot waren mit dem Kapitän und dann der Kapitän die Route endet, wie er diese Reaktion, dieses Gesichtsspiel von ihm, dieses, oh nein. Nach dem Motto, wäre ich geblieben. Das ist so richtig in sein Gesicht geschrieben, dieses... Oh. Ja, vorhin auch vom Captain so dieses... Naja, eine kleine Notlüge ist ja auch mal in Ordnung. Was ist denn mit ihm? Was gucken Sie denn so? Sie wissen doch, dass ich recht habe. Ich kenne dieses Gefühl, wenn man schon weiß, du erzählst so einen Haufen Scheiße. Aber ich sitze leider mit dir in einem Boot und ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen. Das ist das doch. Ich denke gerade so an mitfahrzentrale Momente oder so. Oder weiß ich nicht, auch wenn man im Zug so sich alle irgendwie aufs gleiche Wochenendticket draufgesetzt haben und dann sitzt du halt mit Leuten zusammen, die du vorher nicht gekannt hast. Und das kann total nett und interessant sein, ist es meistens auch. Oder da stellt sich halt raus, dass das irgendwie mit den Weltbildern nicht gut zusammenpasst. Und dann kommen so Sprüche und man denkt nur so, muss ich irgendwas anderes gerade tun? Aber die 12 geschworenen Moment. Wir haben dir jetzt lang genug zugehört, setz dich bitte hin und sag nie wieder, was wir ungefähr. Ja, aber das geht nur, wenn du in der Mehrheit bist. Wenn du vielleicht nur zu zweit bist, dann ist das irgendwie komisch oder die anderen sich eh nicht trauen. Und gut. Ja, reich an spannenden Figuren und ich finde also imposanten Bildern auch. Ja, bietet alles für eine tolle Kinounterhaltung. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Also das ist, ich spüre so, das ist so ein Film, dem werde ich so alle 5 Jahre mal hinterherlaufen, wenn er auf einer großen Kinoleinwand läuft. Und ich habe halt Bock, unbedingt mal diese 70mm Fassung zu sehen, weil wir haben definitiv heute nur sozusagen einen sehr schönen, sympathischen, aber wirklich nur einen Schatten von dem, was da an Bildwucht drin ist, gesehen, weil ich habe schon letzte Folge so rumgeschwärmt. Der neue Film von Quentin Tarantino. Soll übrigens in Karlsruhe laufen, habe ich gelesen. Ja, welcher denn? Die Hateful Eight. Genau. Schneewiss. Und der wird auch in diesem Ultra Panavision 70mm gedreht. Also so wie dieser Film auch entstanden ist, von dem wir auch kaum was gemerkt haben, weil er nicht die volle Breite ausgespielt hat heute. Aber das ist so filmanalog technisch so. Das ist nochmal schön, dass Tarantino das nochmal alles so einmal nochmal durch die Leinwände spielt, bevor es nie wieder so zu sehen ist. Ach so, und den hast du schon gesehen jetzt? Oder? Nein, aber ich weiß nur, wie der technisch gedreht worden ist und dieses Verfahren, das hat es einfach nur für 10 Filme ungefähr, also vielleicht ein paar mehr, aber sowas wie Ben Hur ist auch so gedreht worden und dann eben noch eine Handvoll von Filmen und dann ist dieses Format für immer verschwunden, bis Tarantino auf die Idee kommt, ich könnte den Western so drehen. Und der Punkt ist ja eben, digital ist das, sieht es aus, aber es ist eben nochmal was anderes. Also behaupte ich jetzt eben, weil ich habe es ja nie so gesehen tatsächlich. Wenn du das eben in diesem echten von dem Projektor auch eben so abspielen kannst, dann, weil der halt nochmal eine höhere Auflösung hat einfach als das, also, was digital ist. Also der Filmstreifen ist so groß. Und wenn da Licht durchfällt, das ist auch eine tolle, große, leicht gebogene Leinwand. Wenn auf diese Kirche auf das Ding gefeuert wird, dann sieht das gigantisch aus. Im Grunde genommen, genau. Ich bin heute auch in diesem Film, trotz Rotstich und so, gab Momente, bin ich komplett hineingesunken, habe angefangen, an meinen Fingern rumzuknabbern, weil ich war so komplett mittendrin so. Und ich glaube, das ist so immer so die Suche nach, kann man das noch steigern? Das, was ich im Kino schon immer so intensiv fühlen kann, geht das sogar noch zu steigern? Und ich liebe das, wenn ich das mit Filmen tun kann, die 60 Jahre alt sind. Das ist großartig. Also weil mir das bewusst macht, wie wuchtig dieses Medium ist. Und kann ich gar nicht aufhören, genug davon zu haben. Und hätte ich nicht gedacht, dass wir hier in so einem kleinen, süßen Theater in Lübeck ein bisschen Erfüllung finden. Haben wir gesagt, wie es heißt? Also Volkstheater Geißler. Ja. Ist das wirklich Volkstheater? Das heißt auch Theater Geißler. Nee, Volkstheater. Also du kannst auch bei Facebook, die haben auch eine Facebook-Seite, kannst dann, wenn du einen Beitrag schreibst, theoretisch auch mit reinhauen.
Die Verlinkung. Weil wir aber gerade noch intensiv darüber diskutieren, wie viele Links wir in unsere Texte reinschreiben, wissen wir nicht, ob wir euch den mitliefern, aber ihr werdet... Nee, direkt jetzt bei Facebook. Ja, ja, also ich... Ja, ich schnicke dich. Leute, dann würde ich sagen... Haben wir es für heute. Wir schneiden... Meine Güte. Machen uns jetzt auf dem Heimweg? Wir hüpfen jetzt auf unser Boot und schippern die Ostsee zurück nach Rostock. Auf einer ollen asphaltierten Autobahn. Gäbe es eigentlich einen Seeweg jetzt zurück nach Hause für uns? Ja, da könnt ihr aber alleine. Na, oh, ja, du kannst theoretisch, wenn du ein Segelboot hast, kannst du theoretisch rüberfilmen. Also eine Fährverbindung von Lübeck-Rostock gibt es jetzt direkt nicht. Aber genau, wir kommen ran ans Wasser, an die Ostsee, ja? Ja, natürlich. Wir sehen gerade nicht durch. Zum Beispiel, wenn die Tier Puttgarden-Röttby ist eine Fährverbindung. Ja. Das ist ein paar Meter hier und Lübeck fährt auch. Okay. Das ist ja ein toller Aufnahmeort übrigens, so eine Fähre. Für ja, die wackelt die ganze Zeit, also ja, ein Rauschen und Wind die ganze Gott, Zeit. Oh Gott, ihr Pussys, gut, denn andere Leute, mit denen ich auf die Fähre gehe. Okay, shit. Ja, das war Folge 72, jetzt ganz kurz noch der Werbeblock. Ihr könnt uns, wenn ihr uns bei iTunes jetzt gerade gehört habt, bewerten mit 1-5 Sternen, gerne 5 Sterne, könnt einen Kommentar hinterlassen. Sehr, 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 sehr gerne könnt ihr auch Kommentare hinterlassen auf wiederaufführung.de. Da treten wir gerne noch mit euch dann in den schriftlichen Dialog. Da könnt ihr uns auch flattern, wenn ihr möchtet. Vielen Dank auch mal wieder an Leuchti für die Spende für Anders als die anderen. Letzte Folge, wir sind bei Facebook aktiv, facebook.com/wiederaufführung. Auch wenn ihr nicht bei Facebook angemeldet sein solltet, könnt ihr euch dort Fotos angucken und Neben- und Hintergrundinformationen finden. Bei Twitter @wiederaufführung, da fehlt das UN ganz hinten. Aber das G ist da. Zwitschern wir auch mal. Ja, das sollte genügen. Sonst ist jetzt ja auch gerade Horror-Oktober. Ich habe gestern noch den Exorzisten geguckt und vielleicht wird dann unsere nächste Folge auch so eine halbe Horror-Oktober-Sonderausgabe. Ja. Das müssen wir nämlich noch besprechen. Wir teasern das mal an, weil es gäbe jetzt ganz viel zu erzählen mit dem ersten Horrorfilm, den ich geguckt habe in dieser Runde. Was hast aber du geguckt? Sag mal. Nein, komm, einfach schieben. Ich habe den Exorzisten geguckt. Und du? Cat People, okay. Katzenmenschen. Gut, alles klar. So, also den frühen von 1942. Wir hören uns nächste Woche. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ahoi. Gute Fahrt. Ja, Schiff ahoi. Mast und Schotbruch. Oh, Alter. Tschüss.